die ausgestreckte Hand von Macron. Wir haben ein paar Herausforderungen und ein paar Angebote, die von unseren Nachbarn in unsere Richtung sozusagen ausgestrahlt, ausgestreckt werden. Und das ist nicht nur Präsident Macron. Wir haben natürlich auch andere Nachbarländer, wichtige Nachbarländer, wo auch wir mit ganz anderen Fragen konfrontiert sind. Und das wollen wir ausdiskutieren. Welche Antworten können wir denn als Deutsche, als Demokratinnen und Demokraten, auch als Grüne, geben? Und die erste Frage, die wir besprechen wollen, ist in der Tat diese berühmte ausgestreckte Hand von Präsident Macron. Und wer könnte da besser sein als ein Kandidat, um uns Antworten anzubieten und zu liefern, als ich würde dich sozusagen als lebendige transnationale Liste bezeichnen. Denn wir haben jetzt auch viel über transnationale Listen diskutiert. Das ist eine transnationale Liste, denn Daniel Cohn-Bendit saß im Europaparlament für zwei verschiedene Nationen. Ja? Also einmal für Franzosen, einmal für Deutsche, oder bist du dann hin und her gesprungen? Mir ist die Sequenz nicht so ganz... Einmal in Deutschland, dann in Frankreich, dann in Deutschland, dann in Frankreich. Ja, also wirklich das, wofür wir jetzt kämpfen, dass das möglich ist. Und natürlich, also ich brauche Daniel Cohn-Bendit nicht hier vorzustellen, das ist eine Galionsfigur, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Und deswegen ist die Frage an dich: Welche Antworten können wir denn uns vorstellen? Denn nächstes Jahr müssen wir spätestens alle Parteien, unterschiedliche Parteien, die in Deutschland und in Europa sind, Antworten liefern. Welche Antworten müssen es, können es sein? Wenn man jemand eine Antwort geben will, muss man versuchen, erstmal zu verstehen, was er sagt. Denn sonst wenn man die Antworten so aussehen, dass man eh immer das Gleiche sagt, was man immer gesagt hat, und sagt, es wird schon stimmen, wird uns das nicht weiterbringen. Das Phänomen Macron, ich weiß, dass in unseren Kreisen ist es die einfachste Lösung, dass man immer sagt, naja, was er so innenpolitisch macht und das ist nicht gut, und wir würden das natürlich alles viel besser und anders und ökologischer und sozialer und so weiter machen, aber Europa. Ich glaube, dieser Unterschied funktioniert nicht. Man muss es zusammenbringen. Ich habe ihn kennengelernt im Sommer 2016, und in der Tat ist das, was er verkörpert, etwas, wo ich, ob als Deutscher oder als Franzose oder als Europa, wo lange gewartet hat, nämlich jemand, der sich angeht, er will Staatspräsident werden, eine politische Position zu Europa, die ich nur in unseren Kreisen, wenn es gut ging, gehört habe. Und ich finde, die Grünen müssen sich einiges auch fragen, wie die Sozialdemokraten. Beim letzten Wahlkampf habe ich nicht viel von den Grünen über Europa gehört. Ja, wir haben immer gesagt, wir sind die größte, die beste Europapartei. Dann war alles erledigt und wir sind gut und die anderen sind schlecht. Aber in der Tat, einen Wahlkampf zu führen und ins Zentrum dieses Wahlkampfs Europa zu stellen, alle, die was von Politik verstehen, hätten Macron gesagt in Frankreich, damit verlierst du die Wahlen. Europa klingt nicht gut in Frankreich. Und Schulz, der als überzeugter Europäer eigentlich aufgestiegen ist, hat im ganzen Wahlkampf auch nicht über Europa geredet. Weil die meisten politisch Handelnden, wenn sie national denken oder national handeln, dann trauen sich nicht, die Dimension, die notwendigen Entwicklung vom Nationalstaat zu Europa den Menschen zu vermitteln. Und das hat Macron genau umgekehrt gemacht. Der hat eine starke Vision von der Nation. Ist ja nicht so, dass er... sondern auch von Frankreich. Aber er sagt, das alles, was wir uns als Frankreich denken, können wir nur
im Endeffekt dann realisieren, wenn dies eine europäische Dimension hat. Denn wir werden als Nationalstaat in den nächsten 30 Jahren keine Durchsetzungskraft mehr haben. Ob wir Deutschland sind oder Frankreich oder Luxemburg oder Malta oder was auch immer. Da hat er angefangen. Und das hat mich überzeugt. Das hat mich überzeugt, weil er dann in dem Wahlkampf die Auseinandersetzung gerade mit den Populisten in Frankreich, die es weiß Gott viele gibt, links wie rechts, die Auseinandersetzung um Europa geführt. Und wenn er jetzt einfach Vorschläge macht, dann sind es Vorschläge, die sagen, wie überwinden wir, können wir die Blockaden in Europa überwinden. Und das ist der entscheidende Punkt. Europa wird langsam handlungsunfähig. Die Erweiterung, die ich für notwendig hielt, aber hat auch dazu beigetragen, Entscheidungen zu blockieren, weil die Entwicklungen in den unterschiedlichen Staaten auch so sind, wie wir sie jetzt sehen. Deswegen sagt er, wir müssen definieren, was europäische Souveränität ist. Damit geht er einen Schritt über eine europäische Gemeinschaft, wenn es eine eigene Souveränität hat. Dann geht es in der Definition eines neuen politischen Zusammenhangs, die über den Nationalstaat geht. Es muss nicht gleich oder wird nicht in seinem Kopf auch die Vereinigten Staaten von Europa, aber von daher setzt er die Messlatte. Und das sagt, was seid ihr bereit beizutragen, damit diese europäische Souveränität sich in der globalisierten Welt von heute durchsetzen kann? Und wenn er sagt, Europa muss auch schützen, l'Europe qui protège, dann ist es nicht, das kann man auch sehen, sich abzuschotten gegenüber anderen. Es ist eine Antwort zu geben auf ein Problem, was alle Nationalstaaten beantworten müssen. Nämlich die Menschen wollen sich beschützt wissen. Vor Krieg, Umweltkatastrophe, was auch immer. Der Staat ist dafür da, alle Menschen zu beschützen, ohne Unterschied. Und sein Ansatz ist, können die Nationalstaaten perspektivisch nicht mehr. Das heißt, wenn wir angesichts der Globalisierung die Vorstellung von Leben, von sozialer Gleichheit, von ökologischer Notwendigkeit, was uns immer auch einfällt, wenn wir das realisieren wollen, dann müssen wir dies im Rahmen der europäischen Souveränität neu definieren und neu buchstabieren. Das ist sein Ansatz. Und deswegen war etwas, was er von den Grünen übernommen hat. Ganz klar, die Idee der europäischen transnationalen Listen, da wird man am klarsten, was er damit meint. Er meint, eine europäische Demokratie kann nicht die Summe von nationalen Demokratien sein, sondern eine europäische Demokratie muss auch eine europäische Öffentlichkeit haben. Das heißt, müssen Auseinandersetzungen europäisch geführt werden. Deswegen hat er vorgeschlagen, einen Teil der europäischen Abgeordneten europäisch zu wählen. Ein Wahlkreis Europa, man hätte wie in Deutschland zwei Stimmen. Einmal würde man national wählen, nach dem Wahlrecht, wie es in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Malta, Griechenland, wo auch immer das Wahlrecht ist. Und gleichzeitig eine Liste, wo diese Liste die gleiche wäre in ganz Europa mit Spitzenkandidaten, die dann die Vorschläge der unterschiedlichen Parteien für die Präsidentschaft der Kommission wären. Das wäre dann die Notwendigkeit, diese Liste, wenn Sie jetzt die miteinander diskutieren, in den Fernsehern, in ganz Europa, dann können Sie nicht über den Kreisverkehr in Böblingen reden. Das würde die in Nordfinnland nicht interessieren, denn die haben einen anderen Kreisverkehr oder überhaupt keinen, ja? Sondern es wäre eine Auseinandersetzung über welche Perspektiven, welche Ideen hat man von der Zukunft Europas. Und dann würde das Europathema dann zentral
überall gleich diskutieren. Das ist von den Konservativen heute, letzte Woche zerschlagen worden. Von den Konservativen, von den Regionalisten, von den Teilen der nationalistischen Linken, von den ganz Rechten. Die haben diese Idee, so wie sie entwickelt worden, von europäischer demokratischer Souveränität abgelehnt. Man muss sich überlegen jetzt, wie man das wieder zurückholen kann. Das ist eine zweite Ebene. Aber wichtig ist zu verstehen, er meint, dass Europa handlungsfähig sein muss als Europa. Und ganz anders auch dann die Verfahren, die es bis jetzt gegeben hat. Er ist zwar zum Beispiel für CETA, aber er sagt, die Verfahren, die zum Beispiel zu solchen Abkommen kommen, sind nicht mehr hinzunehmen. Und er sagt, und deswegen kommen seine Vorschläge jetzt zum Beispiel mit einem Euro-Investitions- oder Euro-Haushalt, einen Euro-Finanzminister und dann vielleicht einen europäischen Währungsfonds. Er sagt, ja, Europa muss in der Lage sein, die Unwuchten, die es in der Eurozone gibt, dann diese Unwuchten ausgleichen zu können. Und warum macht er den Unterschied zwischen einem Eurozonenhaushalt und dem europäischen Haushalt? Weil er sagt, in der Europäischen Union sind alle Finanzentscheidungen der Einstimmigkeit unterworfen. Damit mit der Einstimmigkeit, sagt er, blockieren sie sich immer. Der Vorschlag ist, mit einem europäischen Haushalt, einem Euro-Haushalt, wäre da diese Einstimmigkeit, diese Blockaden überwinden zu können. Und man könnte neu definieren, die Verpflichtung, die es gibt, wenn man Unterstützung europäisch, Euro-Geld dann zur Unterstützung, zu Investitionen kriegt, dann muss man bestimmte Verpflichtungen auch mit auch dann wahrnehmen. Und das ist sein Ansatz. Dann sagt er, dazu braucht man Finanzminister, dazu braucht man eine demokratische Kontrolle dieses Verfahrens. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Und der Europäische Währungsfonds wäre dazu da, in Krisenzeiten, so wie ein Währungsfonds handeln soll, eben die Krisen da kollektiv oder meistern zu können. Alles aber, die Zusammenfassung ist nur zu verstehen, wenn man sich einlässt auf die Debatte, was ist, wäre, was muss eine europäische demokratische Souveränität sein. Das ist der zentrale Punkt, der ihn umtreibt, wo er das im Wahlkampf auch wirklich vertreten hat. Und das, was interessant war, als dann im zweiten Wahlgang die Franzosen, die ja sehr europakritisch sind, zu entscheiden hatten zwischen Marine Le Pen, raus aus dem Euro, raus aus Europa, und ihm, da hat er mit 65% gewonnen. Weil plötzlich wurden jedem klar, das hat was mit Brexit zu tun, welche Schutzfunktion Europa auch hat. Und dass man das nicht einfach so, eins mir nicht, die nicht, wegwerfen kann. Also, und das ist die Herausforderung. Die Antwort, die Grüne, Sozialdemokrat, Konservative, mir egal, Bundesregierung ist, wie wird die europäische demokratische Souveränität in Zukunft organisiert und welche Funktion, welche Vorschläge hat man zur Reform Europa, damit wir dahin kommen? Das ist seine Grundidee. Wow, vielen Dank für die Erklärung. Aber wenn ich richtig verstehe, die Antwort, die wir darauf geben, ist nach deiner Auffassung ja. Die Antwort, die wir da geben, ist ja. Die Auseinandersetzung um die europäische Souveränität ist die Auseinandersetzung, die wir als Europa lösen müssen. Denn wenn wir da keine Antwort nehmen, dann schummeln wir. So wie wir in den letzten Jahren immer geschummelt haben. Wir haben geschummelt, europäische Souveränität bedeutet dann, dass wir so, wie wir gehandelt haben, Griechenland gegenüber nicht handeln können. Das ist ja der entscheidende Punkt. Dann wie? Genau, das hängt von den Möglichkeiten, die wir haben, um so eine Krise, die nicht nur die Schuld der Europäer war, auch der Griechen,
Ja, das heißt, wie kann man in Zukunft können die Gesellschaft, die Europa im Grunde genommen, die in der Europa eine Rolle spielt, wie können sie miteinander ganz anderen Konflikte aushandeln, austarieren oder wie kann man Konflikte verhindern? Das ist die Antwort und die Antwort ist für mich, ja, wir brauchen einen Eurohaushalt, ja, wir brauchen eine demokratische Kontrolle. Diese demokratische Kontrolle kann, solange nicht alle EU-Staaten nicht im Euro sind, nicht das Europaparlament so sein, weil die Staaten, die Geld reintun, wollen das selbst kontrollieren. Und das ist ja, wir haben ja die Absurdität Europas, kann ich euch bei der letzten Abstimmung zu den transnationalen Listen sagen. Da haben die Engländer mit abgestimmt. Also es war eine Abstimmung, was machen wir aus den Sitzen, wo die Engländer weg sind und die stimmen ab, wie Europa aussehen sollen, wenn sie nicht mehr dabei sind. Das ist Absurdistan. Totales Absurdistan, ja. Das ist nur ein Beispiel, was man sich vorstellen kann, dass wir haben Schengen, bei Schengen können, wir wollen es umgestalten, reformieren, besser machen, zumachen, mir ist egal jetzt, aber es können ja nur eigentlich die Staaten, die in Schengen sind, darüber diskutieren und die Abgeordneten und nicht, sagen wir, die Engländer oder Länder, die nicht bei Schengen sind, die sagen, ja, wir wollen mal mit euch drehen, wie Schengen sein soll. Kommt rein, da könnt ihr mitreden und so weiter und so weiter. Und ich finde, das hat eine Logik und dieser Logik heißt es, Gesine wird nachher über auch Polen und so weiter, es heißt nicht, man muss die Tür für Polen zumachen. Aber es heißt, wir können nicht warten, bis Herr Kaczynski sich überlegt hat, wann er aufhören wird, uns zu erpressen. Das geht nicht. So kann man nicht vorankommen. So, das ist das Problem. Danke. Die Frage sozusagen, oder das Angebot Macrons und die Antwort von Daniel Cohn-Bendit kommen in einem Zeitpunkt, der sehr prekär ist in der europäischen Geschichte. Und prekär ist es deswegen, weil wir nicht nur Herrn Macron und Daniel Cohn-Bendit haben, sondern wir haben noch andere Akteure und Akteurinnen mit anderen Präferenzen, was die Zukunft der EU angeht. Diese Präferenzen kennen Sie sehr gut, weil Sie kennen sich mit Polen zum Beispiel sehr gut aus, unter anderem natürlich. Frau Professorin Dr. Schwan, wirklich einer der führenden Gestalten. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen, aber vor allem Koordinatoren für die Zusammenarbeit mit unseren polnischen Nachbarn, für die Bundesregierung. Das nenne ich vielleicht nicht das Wichtigste, was Sie bisher geleistet haben, aber das Wichtigste für diese Diskussion. Sie kennen sich wirklich aus. Würden denn die Kaczynskis, würden denn unsere Partner auch nicht nur Kaczynski, andere, von anderen Parteien. Würden Sie eine solche Antwort von Daniel Cohn-Bendit verstehen, überhaupt nachvollziehen können? Also der jetzige Jaroslaw Kaczynski, auch Lech Kaczynski hätte es nicht verstanden, aber der versteht es, aber der will es nicht. Und ich bin sehr dankbar, dass Daniel Cohn-Bendit diese Grundidee, was es mit dem Begriff Souveränität auf sich hat, bei Macron und auch, dass er Une Europe qui protège, also er hat nicht dauernd von Sicherheit gesprochen, da hat er auch von gesprochen, aber Une Europe qui protège, das hat etwas sehr viel mehr, fast, jetzt möchte ich sagen, Heimatliches zu tun. Man gehört dazu, man wird irgendwie geschützt. Dass du das so hervorgehoben hast, weil ich glaube auch, die zentrale Frage ist, wie können wir die Menschen schützen, aber auch bestimmte politische und kulturelle Lebensweisen in Europa schützen. Und wie können wir dazu gemeinsam handeln, trotz der nationalen Gegensätze und unterschiedlichen Interessen? Es ist ja interessant, dass in Deutschland von dem mir hochgeschätzten Dieter Grimm sofort der Begriff der Souveränität attackiert worden ist, weil das eben nur für einen Staatsrechtler nationalstaatlich zu denken ist. Gestern hat es eine interessante Diskussion an der Humboldt-Universität dazu auch gegeben mit Michael Roth. Und da über die rechtlichen Kategorien hinauszudenken
und zu schauen, was ist der Inbegriff dieser Souveränität, von dem wir auch wissen, dass er ja in den Nationalstaaten, das haben wir in Schuhsohlen abgelaufen, nicht mehr funktioniert. Wie können wir zu so einer Gemeinsamkeit des Handelns kommen in unser gemeinsamen Interesse? Das finde ich auch, ist die zentrale Frage. Und da hat Macron gute institutionelle, aber auch kulturelle Vorschläge dazu gemacht, finde ich, die sehr zu begrüßen sind. So, jetzt kommen meine Lieblingskinder, die Polen. Oder Mittelosteuropa. Um das hier anschlussfähig zu machen, möchte ich als erstes unterscheiden zwischen den zwar demokratisch gewählten Regierungen, aber der doch davon zu unterscheidenden Gesellschaft. Also die Gesellschaften für Polen, weiß ich das sehr genau, sind anders als Kaczynski und seine Leute. Kaczynski hat sie gewonnen bei den Wahlen, weil die Platforma Obywatelska auch nicht gerade das Gelbe vom Ei war und weil sie eine Politik betrieben hat, die Vorgängerin, die sehr krass neoliberal viele Menschen sowohl materiell, sozial als auch mental verunsichert hat. Denn sie hat im Grunde das, was in Polen immer als Bedürfnis da ist, die nationale Zugehörigkeit, die religiöse Zugehörigkeit, die moralische Qualität von Handeln, spielt eine große Rolle im öffentlichen Diskurs. Das hat sie nicht bedient, sondern sie hat sehr stark in ökonomischen Kategorien das Ganze gemacht. So, und er hat sie also die Gesellschaft gewonnen und zurzeit noch mehr durch erstmal soziale Geschenke, also diese berühmten Familienunterstützungen, die gigantisch für polnische Verhältnisse sind, aber auch so, dass er nicht sehr viel mehr andere Unterstützung machen kann. Aber er gewinnt sie jetzt weiter dadurch, dass er in eine Rille geht, die in Polen aufgrund der Geschichte seit den polnischen Teilungen sozusagen schon lange gefurcht ist, nämlich Polen als Opfer. Polen als Opfer durch die Russen, Polen als Opfer der Deutschen. Und sie waren ja auch oft Opfer. Aber wir wissen auch aus der Sozialpsychologie, sobald man anfängt, sich als Opfer zu definieren, dann gibt man sich auch als verantwortliches Subjekt auf. Und es ist so schön. Ja, man kann sich bemitleiden und man kann dann auch wütend werden und Ressentiments entwickeln, wenn man sich als Opfer definiert. Ich glaube, dies ist im Moment die Schiene, auf der Kaczynski seine Gesellschaft weiter hinter sich scharrt, natürlich dann auch als Gegenstück der nationale Stolz und der Chauvinismus und sowas alles. Das sage ich deswegen, weil man zugleich weiß aus Umfragen, dass Polen eine der europafreundlichsten Gesellschaften ist. Das ist ja sehr widersprüchlich. Nationalistisch, chauvinistisch, Opfer einerseits und dann proeuropäisch andererseits. Nun sind wir alle viel widersprüchlicher, als wir denken. Und die Sozialwissenschaften, die wissen immer nicht so ganz genau, ob wir eigentlich eine innere Stimmigkeit wollen oder ob wir die eigentlich doch nicht wollen. Das ist ja auch ein schönes psychologisches Problem. Also ich glaube, faktisch, empirisch kann man feststellen, es gibt einfach sehr bei den Individuen, aber auch bei den Gesellschaften sehr viele Unstimmigkeiten. Und wenn wir jetzt ein Europa wollen, wo nicht einem nach der anderen die Tür zugemacht wird, dann heißt es, finde ich, dass man in den Gesellschaften oder in den psychologischen Dimensionen sich bewegen muss und da anknüpfen muss, wo man gewinnen kann für Europa zurück. Und man muss auch sehr genau hinhören, was sind die Punkte, die da in Polen eine Rolle spielen. Und was jetzt zum Beispiel die Grundfrage der Solidarität angeht, so haben wir die Solidarność, die war aber immer politisch von ganz links bis ganz rechts. Und die hatte auch immer schon Antisemiten in sich. Die war, hatte auch Sanatia-Leute, also nationalistische Leute in sich. Aber die eben auch. Die Akteure zunächst kamen eher aus dem linken Lager und waren Renegaten des Kommunismus und waren Sozialisten und Liberale und sowas alles. Na, die waren sowieso meistens identisch. Ja, aber jedenfalls, sie kamen eher aus dem linken Lager, was ja auch den Rechten, das rechte Lager der Solidarność verärgert hat, denn die sind da nicht zum Zuge gekommen. Es gibt diese Nationalisten und je mehr wir jetzt von Europa versuchen, Druck auf sie auszuüben und sie als nicht dazugehörig zu erklären,
desto mehr werden sie diese Propaganda des Opfers machen. Nun bin ich nicht dafür zu negieren, das zu, also zu verstecken, sondern ich bin dafür deutlich zu sagen, und ich bin selbst der Meinung, dass Kaczynski zielstrebig den Rechtsstaat abschafft in Polen. Da soll man überhaupt nicht drüber reden. Das ist, was da so rum erzählt wird darüber. Er will es nicht. Er hat ein anderes Demokratieverständnis. Er findet, dass über das Parlament bzw. die jeweilige Parlamentsmehrheit nichts gehen darf. Das heißt, es darf kein Gericht bilden. Das ist das alles soziologische. Ja. Also gut, ich kann mich da bei Orban nicht ganz so sicher fühlen, aber bei Kaczynski weiß ich, dass er ganz klar in die Piłsudski-Ära zurück will, dass er keine Gewaltenteilung will, dass er glaubt, dass nur so die polnische Nation dazu kommen kann. Aber es sind immer mehr Risse in der Gesellschaft, auch in dieser Hinsicht. Wir haben die Aufmärsche der Nationalisten. Wir haben aber, und ich wende das jetzt an auf die Flüchtlingsfrage, wir haben Städte, die ausdrücklich sagen, sie wollen sich beteiligen an der großen globalen Migrationsaufgabe, indem sie integrieren. Es sind 11 Städte, die sich öffentlich bekundet haben, schon im vorigen Jahr, am 30. Juni. Alle großen Städte, Warschau, Krakau, Posen, Lemberg ist in der Ukraine, Lublin will ich sagen. Ja, Danzig, ja, natürlich, schrecklich, Posen, also jedenfalls 11. So, die haben das erklärt. Dann gibt es auch in der katholischen Kirche immer deutlicher Stimmen, auch jetzt zuletzt der Vorsitzende der Bischofskonferenz, die ganz hart kritisieren, was die Regierung macht, weil zwar es sehr chauvinistische Katholiken gibt in Polen und insgesamt ist die katholische Kirche in Polen eher konservativ, aber es gibt auch solche, die eher in die Richtung des jetzigen Papstes gehen und diese Linie verfolgen. Und da neulich hat in der sehr renommierten polnischen Wochenzeitung Tygodnik Powszechny ein Dominikanerpater gewettert, lange, da eine richtige Dominikanerpredigt gehalten, und hat gesagt, die polnische Regierung und die polnische katholische Kirche sind dabei, das Christentum in Polen abzuschaffen. Das ist schon eine Attacke. Die polnische katholische Kirche ist dabei, das Christentum in Polen abzuschaffen, hat er attackiert. Und zwar, weil sie sich unmöglich verhalten in der Flüchtlingsfrage, aber auch sonst. Weil sie feindselig sind, weil sie Hass säen, weil sie Ressentiments säen und sowas alles. Da haben wir überall Chancen. Und ich will jetzt nicht ins Detail dieser Politik gehen, aber generell möchte ich dafür plädieren, klar zu sein bei den eigenen Positionen, dies auch, wie Macron es tut, voranzubringen und auch durchaus institutionell. Ich war bisher immer dafür, dass man vielleicht die Europarlamentarier aus dem gesamten Europäischen Parlament nimmt, um das nicht zu duplizieren. Also das ist nach wie vor eher meine Tendenz, nicht ein extra Europarlament, aber dass die dann extra abstimmen können und auch ihre Dinge voranbringen können, dafür bin ich. Und wenn man der polnischen Gesellschaft, und ich nehme an, das wird bei der ungarischen so ähnlich sein, zeigt, dass es nicht darum geht, sie auszuschließen. Dass es aber darum geht, dass wir überzeugt sind, ohne Gewaltenteilung gibt es keine Freiheit. Das ist ja der Hintergrund, weil Machtkumulation Unfreiheit bewirkt. Und wenn man sie weiter davon überzeugt, dass ihnen ihre Freiheit gelassen wird und dass sie nicht einfach untergebuttert werden sollen, dann haben wir auch eine große Chance, die wieder zu gewinnen. Für Polen würde ich da mich sehr verbürgen, dass das klappt. Auch wenn die jetzige junge Generation zum Teil diesen nationalistischen, auch chauvinistischen Tönen folgt. Und dann muss man sich eben aber auch klar machen, also die sehr ökonomisierende Ära der letzten 30 Jahre, um das Wort Neoliberalismus mal zu vermeiden, und gleich habe ich es gesagt, aber trotzdem, die hat eben überall wirklich in Warschau und so all die deutschen Namen als Reklameschilder. Ja? Vielen macht das natürlich nichts aus, aber wenn man überall nur Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank, naja, die trippelt jetzt sowieso, aber ist egal. Also wenn man das alles da hat, dann ist das auch nicht erhebend für die, die sowieso sich nicht gut behandelt fühlen. Und wenn dann solche ganz idiotischen Sachen wie diese Nahrungsmittel, da ist auch mal was dran gibt, dass irgendwelche Nahrungsketten, die Macaroni oder irgend sowas in Mittelosteuropa weniger gut anreichern mit guten Ingredienzien, na, das ist natürlich unglaublich. Ja? Solche Sachen dürften eigentlich nicht sein, dürfen überhaupt nicht sein und sind viel wichtiger
für die Entwertung oder für die Beschädigung des Selbstwertgefühls. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Die Beschädigung des Selbstwertgefühls dieser Menschen. Also in diese Richtung würde ich gehen. Und da finden wir dann auch Wege für die Solidarität. Es gibt so viele, die leiden ja unter der jetzigen polnischen Regierung in Polen. Mindestens so wie wir, vielleicht noch mehr, weil wir müssen es ja nicht jeden Tag aushalten. Aber da positiv unterstützen, belohnen, nicht bestrafen, nicht drohen. Sozusagen keine schwarze Erziehung. Danke. Frau Schwanden hat uns jetzt empfohlen, mit der Zivilgesellschaft, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu arbeiten, sie zu gewinnen. Das ist eine langfristige Aufgabe. Das Zeitfenster ist aber ziemlich kurz. Wie bringen wir diese beiden Perspektiven in eine klare, kohärente, grüne, zum Beispiel, Politik zusammen? Die einzige auf unserem Podium, die zurzeit eine politische Verantwortung hat, Mandatsträgerin, ist Franziska Brandner. Und sie wird uns das jetzt gleich erklären. Sie ist, Europasprecherin der neuen Bundestagsfraktion der Grünen, vorher auch im Europaparlament genau gewesen, von den Deutschen nur, nicht von Franzosen auch, im Gegensatz zu Dani. So, und pure, ja? Ja, genau. Aber jetzt erwarten wir dann von ihr eine Antwort. Wie setzen wir das um in eine politische Agenda? Ja, wir sind ja leider nicht mit in politischer Verantwortung im Sinne von einer Regierung. Aber das ist übrigens, Klammer kurz davor, der Teil, wo ja hoffentlich bei der GroKo was draus gemacht wird mit Blick auf Europa. Aber ich wollte noch mal kurz anfangen an dem Gedanken, Gesine, den du am Ende hattest. Und du hast ja jetzt dein Projekt gar nicht selber vorgestellt. Aber ich glaube schon, diese Überlegung zu sagen, dieses immer nur Zwang gegenüber Polen und den anderen Ländern und wenn nicht, dann kommen die Strafen, hat uns ja bis jetzt in eine Sackgasse geführt und nicht wirklich weitergeholfen. Von daher bin ich der Meinung, dass man da eine Art Moratorium braucht, wo man sagt, so, wir merken, es geht nicht weiter. Die, sag ich mal, Konsequenzen sind de facto kontraproduktiv in den Ländern, weil sie eigentlich eine Stimmung in diesen Ländern verstärken, die wir alle eigentlich nicht wollen. Und dann ist die Frage, wie reagiert man drauf? Man kann ja nicht sagen, wir ändern jetzt wieder alles sofort zurück, sondern man sagt, wir versuchen neue Wege zu gehen. Und da finde ich ja den von dir auch mit vorgeschlagen, immer sehr charmant zu sagen, wir gehen einfach mal eine Ebene tiefer auf die Ebene der Städte, der Gemeinden und geben europäisches Geld, so ist ja der Vorschlag, für all jene Städte zum Beispiel, die bereit sind, Menschen aufzunehmen. Und geben ihnen aber auch noch Unterstützung für ihre eigene Entwicklung. Und bräuchten dann von den jeweiligen Nationalstaaten, sage ich mal, nur noch die Zusage, dass sie dann diesen Menschen auch eine Aufenthaltserlaubnis geben würden. Und sowas könnte man, sage ich mal, ohne Zwang, sondern mit Anreizen eher umsetzen. Und ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen, können wir da auch wieder neue Gesprächspartner finden, die ja in den Städten durchaus vorhanden sind. Und wenn wir in Deutschland uns immer beklagen über die zu geringe Solidarität, wenn ich in Polen bin zum Beispiel, dann höre ich übrigens fraktionenübergreifend immer auch ein Thema, das hatten wir jetzt heute Abend noch nicht, das ist Nord Stream 2. Also die Frage der Gas-Pipelines, die wir bauen. Und da treffen Sie ja in Deutschland auf sehr geschlossene Ohren, wenn es darum geht zu sagen, das betrifft uns aber, das geht uns auch an und wir sehen es mit großem Skepsis, was ihr da macht, direkt mit Putin. Und von daher glaube ich, ist es auch an uns, da auch auf Ohren mal endlich zu öffnen und darauf zu hören und diese Debatte um Nord Stream 2 nicht nur als eine außenpolitische zu diskutieren oder als eine energiepolitische, sondern es ist für mich eine zutiefst europapolitische Debatte, wo wir auch bereit sein müssen, dann auch solidarisch zu sein. So, ich glaube, das muss in beide Richtungen gehen, wenn man das wirklich praktizieren will. Das führt mich aber trotzdem zu der festen Überzeugung, dass solange Kaczynski und wer auch immer dann vielleicht danach regiert, nicht bereit sind, in Europa auf dem Weg mitzugehen bei der notwendigen Vertiefung, wir trotzdem diese Vertiefung gehen. Natürlich ist die Tür offen. Ja. Und ich finde eigentlich den Gedanken, Dani, du hast es gar nicht erwähnt, der mir bei Macron immer sehr überzeugend also angekommen ist, die Souveränitätsfragen natürlich, aber seine Idee der öffentlichen europäischen Güter.
Ja, er sagt immer, es gibt öffentliche Güter, europäische, Klimaschutz, ja, Innovation, durchaus auch Grenzkontrolle nennt er auch, Außenpolitik. Er sagt, das sind gemeinsame Güter und die müssen wir gemeinsam auch endlich angehen und gemeinsam finanzieren. Ja. Und ich glaube, diese Idee zu sagen, wir haben da was Gemeinsames, wo wir eigentlich es nur schaffen können, wenn wir es auch gemeinsam wirklich angehen und finanzieren, das finde ich etwas sehr Überzeugendes. Und dann hat er ja seine Liste der Aufgaben, die er da definiert, die kann man immer noch ergänzen. Aber eigentlich finde ich, ist die schon ziemlich gut. Und da hat er auch zum Beispiel viel mit Blick auf junge Menschen und Austausch und Möglichkeiten und zu sagen, das vorankommen, europäische Universitäten. Er möchte Universitäten auch ganz neu denken, sagen, wie geht denn europäisches Wissen? Wie werden wir denn die Gesellschaft der Zukunft sein, die, sag ich mal, künstliche Intelligenz mit Humanität verbindet, ja, mit dem Leben, was irgendwie noch lebenswert ist und nicht durchökonomisiert ist. Das ist ja auch eine Riesenaufgabe. Und er sagt ja, die möchte er in den europäischen Universitäten, dass die angegangen werden, dass da Innovationspoole sind. Das sind ja all die Ideen, die Vorschläge, die bei uns gar nicht diskutiert werden, weil sofort das Label draufkommt, Transferunion schlecht weg. Ja, so und das... Wenn er vorschlägt, das ist bei den Grünen schwierig, eine gemeinsame europäische Militärakademie. Ja. Für eine gemeinsame europäische Strategie, Militärkultur absolut. Und Strategie. Bin ich absolut dann dafür. Sagen die Grünen, da gucken sie gerade weg und sagen, nee, das war ja nicht ganz das Problem jetzt. Nee, Dani, das sagst du, das ist bei uns eine Debatte, das stimmt. Aber er sagt es auch, natürlich, wir brauchen eine gemeinsame Verständnis davon, was ist denn eigentlich, wo brauchen wir denn Verteidigung? Und da hat er ja total recht, dass man da mehr auch eine gemeinsame Ausbildung, Akademien braucht. Aber ich finde halt, dass im Sinne von erstmal zuhören, was überhaupt an Vorschlägen da sind, wir halt in Deutschland uns erstmal darauf einlassen müssen und nicht nur noch die Frage ist übrigens, wie viel kostet es? Ja, das ist ja irgendwie die Hauptantwort aus Deutschland immer gewesen. Und der, sag ich mal, CDU bis CSU-FDP-Teil einfach immer sofort draufklebelt, Transferunion und dabei alles weg. Und die Ideen, die hinter diesem Eurobudget stehen, sich ja gar nicht mehr anschaut. Und ich fände es für uns als Grüne die Aufgabe, an diesen europäischen öffentlichen Gütern anzuknüpfen und zu sagen, das ist unsere Aufgabe, ja, da steht der Klimaschutz, den können wir besser gemeinsam voranbringen. Da ist die Frage der Innovation, da ist auch der Grenzkontrolle. Ich würde den immer mit dazu tun. Ja, für uns Grüne kein einfaches Thema, aber ich finde, er hat ja total recht zu sagen, das müssen wir auch gemeinsam angehen. Das ist auch nicht nur eine Aufgabe der Griechen oder der Italiener. Und die Deutschen machen sich einen schlanken Fuß, weil sie irgendwie keine Außengrenzen de facto haben, außer an der Ostsee. Ja? Und die Punkte auch, die für uns schmerzhaft sind, trotzdem anzugehen und zu sagen, was sind denn eigentlich unsere, wie stellen wir uns denn diese Aufgaben vor? Und wenn wir über Demokratisierung sprechen, finde ich es absolut notwendig, dass wir das im Europäischen Parlament behalten, aber klar dann eben Teile des Parlaments jeweils dann zustimmen und darüber abstimmen. Ich bin nicht ein Fan davon, ein neues Parlament zu gründen, sondern zu sagen, wir haben ein europäisches Parlament, wahrscheinlich leider nicht mit transnational gewählten Listen, aber ein Parlament. Aber es gibt Bereiche, in denen halt ein Teil der Abgeordneten dann gemeinsam abstimmen. Da können die anderen ja auch mit dabei sein, aber abstimmungsfähig sind die. Und ich fand zum Beispiel auch die Debatte zum Europäischen Währungsfonds, ja, die ist ja auch eine Zentrale im Blick auf Demokratisierung. Vielleicht nicht in Deutschland so relevant, weil der Bundestag hat große Macht über die Rettungsgelder. Ja, wir können ja oder nein sagen. Aber mal eine gemeinsame Debatte darüber zu führen, was sind die Kriterien für einen Rettungsmechanismus? Ja, also wann kriegen die Griechen Geld? Dass das nicht im Deutschen Bundestag diskutiert wird und da gibt es ein Referendum in Griechenland, sondern mal eine gemeinsame öffentliche Debatte in dem Parlament, im Europäischen Parlament gemeinsam davor vorher hat. Das ist, finde ich, eine relevante Sache, die eine Öffentlichkeit erfordert, eine gemeinsame Debatte. Und wenn da eben Teile der Polen sagen, interessiert uns nicht, wir zahlen da eh nicht dafür, kann ich nachvollziehen, müssen sie vielleicht auch nicht, aber die anderen müssen es machen. Von daher finde ich diese Demokratisierung weitergehend. Und ein letzter Gedanke, den Macron auch mal wieder einbringt, den hat übrigens auch Ulrike Gero. Ich frage mich immer, wer hatte den, also hat er den von ihr oder sie von ihm, keine Ahnung. Aber diese Hauptthese zu sagen, alle europäischen Bürgerinnen und Bürger müssen in Europa gleich sein vor dem Gesetz, egal wo sie leben und das auch einklagen können. Also diese Idee von der Republik, sie macht es dann weiter mit einer Republik. Aber diese Gleichheit vor dem Gesetz und dass Europa dieses Recht, diese Grundrechte garantiert, so, das ist ja dieser l'Europe qui protège, ja, die Rechte schützt. Das ist so der zweite große, finde ich, neben den öffentlichen Gütern, diese Gleichheit vor dem Gesetz,
Das, was ich gerne antworten würde. Und wenn wir es ganz konkret machen, dann Eurohaushalt, Europäischer Währungsfonds, europäische Innovation, europäische Grenzagentur, eine gemeinsame, Klimaschutz wesentlich weitergegangen und so ein Fonds für die Flüchtlinge. Mhm. Frau Schaum, Sie wollten gut? Erstmal. Also das war der Aufschlag. Das Problem ist ja, das klingt alles ganz gut und Franziska hat völlig recht. Der Vorschlag, der auch bis nach Paris jetzt gekommen ist, aufgrund der Ideen von Gesine, ist ja, eine europäische Agentur für Flüchtlinge zu machen, die einen eigenen Finanzrahmen hat und die einfach sagt, wenn eine Stadt, ein Kreis, wo auch immer in Europa bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen, dann kriegen sie so und so viel für jede 2 Euros, die für die Flüchtlinge kommen 2 Euros noch gleichzeitig für den Aufbau der Stadt. Und das wäre eine Möglichkeit, diese Solidaritätsfrage ganz anders zu stellen. Niemand wird gezwungen, aber alle, die können und wollen, die kriegen die Unterstützung. Dies alles gedacht, kommt das in einem Jahr oder anderthalb Jahren jetzt Europawahlen sind. Und dies alles gedacht, wird natürlich Macron versucht, die ganze politische Landschaft im Europaparlament durcheinander zu bringen. Und das ist die Auseinandersetzung, auf der wir uns vorbereiten müssen, die Grünen und anderen. Natürlich wird es so nicht geschehen, er hat die ganze politische Landschaft in Frankreich durcheinander gemischt. Er hat die traditionellen Parteien mit einem Grundgedanken am Anfang, nämlich sich nicht politisch immer darauf zu reduzieren, ich bin links, ich bin rechts, sondern zu sagen, es gibt Dinge, die Linke formulieren, Dinge, die Rechte formulieren, Dinge, die weder Linke noch Rechte formulieren, ja, und die müssen wir jetzt zusammenbringen. Und das hat eine unheimliche Strahlkraft und Faszination auch gebracht. Und ich glaube, dass bei den nächsten Europawahlen diese ständige Auseinandersetzung traditionell zwischen Europäische Volkspartei, Europäische Sozialdemokrat, Europäische Grünen, Europäische Liberalen, dies wird langweilen, weil es immer das Gleiche ist, immer wiederholen. Und jetzt wird die Frage, die sich stellen wird, ist ja dann, wird es ein Europaparlament und jetzt ist es ja eine Strategie sein, die En Marche bringt, die fangen an in Frankreich, die werden 30-35% bei der Europawahl mindestens kriegen, die werden aus Frankreich eine starke Fraktion, die werden dann nicht sagen, ich gehe zu den Liberalen, ich gehe zu den, nein, die werden sagen, wir machen l'Europe En Marche, wir haben eine neue Fraktion, die wird die Liberalen spalten, die werden die Sozialdemokraten spalten, die werden die Grünen spalten, weil von links wird Varoufakis und Diem auch eine neue europäische Bewegung kommen, völlig legitim, die dann auch versuchen wird, Teile der Grünen, Teil der Sozialdemokraten, Teil von immer zu kriegen. Und diese neue Konstellation wird diese traditionelle Denkweise der europäischen Parteien durcheinanderbringen. Und da müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen Antworten geben, wollen wir nicht, aber wir müssen diese Auseinandersetzung auch so denken, dass bis jetzt dieses Traditionelle, auch die Grünen, wir sind die Europapartei, das sind sie bei der Europawahl und dann sind sie es nicht mehr. Und die anderen trauen sich nicht mehr. Das ist nun mal Realität, wenn man die ganzen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren sieht. Und deswegen sage ich, das, was in Frankreich geschehen, wird versucht werden, nicht dass sie überall kandidieren werden, das wäre ja Unsinn. Aber was machen die? Sie machen Konvention, europäische Konvention. Im März fangen sie an mit sagen, une marche en Europe. Die werden also ausstrahlen überall in Europa, werden sie mit anderen Parteien, mit mehr offiziellen und nicht offiziellen Veranstaltungen, die werden also diesen Diskurs über die europäische Souveränität, über das genau das, was Franziska eben gesagt hat, gemeinsame Güter, über die Verteidigung, notwendige Verteidigung, die werden diese Frage stellen. Es gibt über 2 Millionen europäische Europäer, die in Uniform sind in Europa. Das ist Unsinn.
Das ist absurd. Das heißt, sie werden die Frage stellen, einer europäischen Armee. Dann werden wir, die Grünen, sagen, nein, nein, wir wollen zivil. Ja, wollen wir zivil. Und ich sage euch, das wird alles nicht einfach. Es wird alles nicht einfach in der Auseinandersetzung, weil sie die Debatte, das, was sie sehen, die suchen die Debatte mit den Öffentlichkeiten. Sie gehen nach Polen. Sie gehen überall. Sie gehen nach Ungarn und so weiter. Es ist ja nicht nur die Franzosen, die hingehen. Und das finde ich das Interessante. Sie haben eine Strategie, die Auseinandersetzung in ganz Europa zu tragen. Und was sind die Antworten, die dann nicht Deutschland gibt, sondern die Grünen oder die Sozialisten? Mir ist egal wer, aber was sind darauf die Antworten? Weil bis jetzt ist uns das nicht gelungen, muss man ehrlich sagen. Ich finde das sehr faszinierend, wie immer, wie du sowas darstellst. Und ich glaube auch, das hartnäckige Aufwerfen der Frage der europäischen Zukunft, die auch unsere Zukunft ist, und auch der Frage, ob die traditionellen Antworten zwischen links und rechts denn stimmen, sehr wichtig und interessant. Aber zugleich habe ich ein Problem, weil ich für das immer noch bestehende innenpolitische System in Frankreich, und das wird auch nicht in den nächsten 5 Jahren abgeschafft, nehme ich mal an, es ja auch eine Schwierigkeit ist, wenn die Franzosen nicht zu einem Einparteienstaat werden wollen oder zu einem Einbewegungsstaat werden wollen. Denn das Prinzip oppositioneller Organisationen finde ich schon wichtig in der politischen Auseinandersetzung. Und ich bin auch nicht so total begeistert von allem, was Bewegung angeht, weil es immer auf eine Person konzentriert ist. Dass wir Macron als Retter hatten, ist eine große Freude für uns alle gewesen. Aber man stelle sich mal einen Moment ab vor, der wäre mal einen Moment nicht da. Was wird denn dann aus diesem Armmarsch? Ich bin nicht sicher, ob ohne die Figur Macron das so läuft. Und ich bin auch nicht so sicher, ob denn wirklich die Unterschiede zwischen rechts und links, ob sie überflüssig geworden sind und ob sie auch keine konstitutionellen, institutionellen Folgerungen haben. Ich definiere links, und das gibt immer linke Anteile in den verschiedenen Parteien, das würde ich immer konzidieren, aber ich definiere links als die politische Bewegung, die ernst machen will, als Hauptimpetus, die gleiche Würde aller Menschen auch wirklich lebbar zu machen. Das ist für mich links. Ganz egal, wie das dann konkretisiert wird. Ich definiere rechts als die Position, die nicht von der gleichen Würde der Menschen ausgeht. Sie gehen nicht aus von der Gleichheit der Menschen. Sie gehen aus, so wie ich rechts kennengelernt habe. Ich spreche nicht von konservativ, das ist was anderes. Aber rechts, was immer ich an rechts kennengelernt habe, hat nicht die Gleichheit und die gleiche Würde der Menschen anerkannt. Konservativ ist ein Prinzip dazwischen. Als Sozialdemokrat ist man immer konservativ, solange man Reformist ist und nicht revolutionär. Darüber hatten wir vor ein paar Jahrzehnten eine Auseinandersetzung. Also das ist so. Aber erstens mache ich mir Gedanken darüber, wie denn ein politisches System mit Parlament oder auch semipräsidentielles System aussehen soll, wenn wir nicht mehrere politische unabhängige Organisationen haben. Das sehe ich noch nicht. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass es von vornherein überflüssig ist, diese Unterscheidung zu machen. Selbst nicht, wenn wir sagen, une Europe qui protège. Das betrifft eben doch diejenigen, die sich nicht privat schützen können. Es gibt ja viele, die sagen, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen kein Europa, das uns schützt. Wir haben unsere genügend private Ressourcen, das machen wir anders. Das kannst du beim Klimaschutz nicht machen. Und das wissen die Unternehmen und das wissen die Reichen auch. Es gibt niemanden, der gefunden hat, wie sehr er sich von Klimawandel privat mit Geld schützen kann. Also das ist der Beweis. Ja, mit vielen anderen. Aber wenn das, und die Grünen behaupten das mit Recht, das ist die zentrale Frage der Zukunft, wenn wir eine Zukunft haben wollen, das ist eben der Beweis, dass wir es privat nicht lösen können. Das ist das Gemeingut, von dem er gesprochen hat. Und das ist interessant, weil er am Anfang gar nicht so war. Der ist einen Weg gegangen mit Hulot, einen Weg der Entwicklung in der Anerkennung der Zentralität der Klimafrage, die alle überrascht haben. Ich will nur, natürlich hast du recht, ein Parlament braucht eine Opposition.
Das Problem von Frankreich, wenn du das drauf ist, dass diese Bewegung, diese Opposition de facto zerschlagen, nicht weil er es beschlossen hat, ich schlage euch, sondern weil die völlig hilflos diese Entwicklung gegenüberstanden. Mhm. Aber mir geht es nicht darum, dass man alles in einer Partei, mir geht es nur darum, wenn du die Frage Europa siehst, wir haben vorhin ein Beispiel entdeckt. Die Ablehnung der transnationalen Listen haben die Konservativen gemacht, nämlich nach den Verträgen muss der nächste Kommissionspräsident nach Ausgang der Wahlen dann mit von der stärksten Partei gestärkt werden. Das heißt, die Konservativen haben mit ihrem Beschluss jetzt letzte Woche ihre Macht über den Kommissionspräsidenten für die nächsten 20 bis 30 Jahre gesichert. Die Frage, die es gäbe, die sich alle stellen müssen, die Konservativen werden, das ist meine Horrorvorstellung, Manfred Weber zum Spitzenkandidat machen, der sollte der nächste Kommissionspräsident. Amen. Ja? So, was machen wir? Gehen alle, die Grünen wären Y, Franziska, die Linken wären Varoufakis, die Liberalen wären, oder gibt es ein Bündnis nur zur Frage des Kommissionspräsidenten von linksliberalen Ökologen, was auch immer, die sagen, Frau Vestager soll die nächste Kommissionspräsidentin, zum ersten Mal eine Frau, die hat sich einen Namen gemacht in der Regulierung der Globalisierung, wer von Liberalen, Sozialdemokraten, Grünen, Linken als eine Kandidatin, die dann, wenn sie von allen Parteien unterstützt werden, gewinnen kann. Machen wir die Spitzenkandidaturen, jeder für sich und dann sehen wir, oder denken wir einen Schritt weiter? Das ist für mich gar kein Problem. Ja, für dich, aber für die Partei. Systemisch ist das kein Problem. Systemisch ist das kein Problem. Aber also ich glaube, ja, wir wollen ja alle auch Opposition und unterschiedliche Kräfte haben. Aber was Macron ja geschafft hat, ist, dass er Europa mal wieder offensiv verteidigt hat und eine Vision aufgemacht hat, was er davon will. So, und alles, was bisher war, war doch defensive Verteidigung vom Status quo. Und mal noch ein bisschen sagen, wir hätten die Agrarhilfen noch ein bisschen geändert, ja, und CETA ein bisschen anders gemacht. Aber das ist ja noch keine, sagen wir, nichts, was irgendwie einen motiviert, wirklich sich wieder für Europa einzusetzen. Und ich finde, das ist Macron gelungen, einfach mal zu sagen, Leute, das sind Aufgaben, die auf uns warten. Ja, da gehen wir voran, da können wir was machen. Und wir haben eine Vision für Europa. Und ich glaube, dieser Frage müssen sich alle anderen Parteien stellen. Und ich glaube, dass die anderen so schwach sind, weil sie darauf alle keine Antworten haben. Weil es uns nicht gelungen ist, selber darauf so gute Antworten bis jetzt zu definieren. Und die Fragen, die schwierigen, ja, wie machen wir das denn mit der europäischen Verteidigungspolitik und einer deutschen Rüstungsexportrichtlinie, die wir gerne hätten. Wie machen wir das denn mit einem europäischen Asylsystem und die sollen trotzdem alle erstmal in Deutschland ihren Antrag stellen? Ja, wie bringen wir das denn zusammen, dass wir uns mal endlich diesen schwierigen, komplexen europäischen Fragen stellen und nicht mehr uns immer wieder wegtauchen und sagen, ach, zum Glück verhindern die Kaczynskis ja eine echte Debatte darüber. Ja, solange müssen wir uns nämlich nicht darüber diskutieren, wie wir es ernsthaft umsetzen wollen. Und da reinzubohren und zu sagen, erstens mal fragen wir die Bürger, wie die es eigentlich gerne mal hätten und zweitens müssen die anderen allen Parteien mal darauf eine Antwort geben und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Mhm. So, und das ist, glaube ich, für uns die wirklich schwierige Herausforderung, genauso für die Sozialdemokratie. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass wir uns da nicht wegducken, sondern versuchen, genau, was bedeutet das denn? Ich finde, dieses europäische gemeinsame Gut Klimaschutz, ja, wenn wir das durchbuchstabieren würden als Grüne, was bedeutet das konkret? Wie machen wir das? Wie finanzieren wir das? Wie hinterlegen wir uns das? CO2-Steuern, ja, wie machen wir das in einem gemeinsamen Budget? Wer geht voran? Da kann man schon ziemlich viel voranbringen. Ja, da kann man das Gleiche noch machen, finde ich, mit gleichen Bildungschancen. Ja, man kann ja ein paar Themen sich nehmen und sagen, da haben wir auch eine Vision, was unser Gut ist und wie wir das gemeinsam europäisch stärken wollen. Und ja, dieser Optimismus einfach mal wieder zu sagen, Leute, wir können das schaffen, wir gehen da gemeinsam voran und alle, die mitmachen wollen, machen mit. Und für andere, die können auch mitmachen. Ja. War schon. Ich würde sehr gerne nochmal jetzt den Begriff, wollte ich vorhin schon anknüpfen, der öffentlichen Güter aufnehmen. Für einen Sozialdemokraten lacht da natürlich das Herz, denn das ist ein wunderschöner Begriff aus der sozialdemokratischen Tradition. Aber es ist nicht deswegen lacht mir das Herz, sondern weil ich glaube, dass über diesen Begriff einerseits Ballast abgeworfen werden kann, aber andererseits auch was konkretisiert werden kann. Und zwar ganz wesentlich
Einmal eine politische Debatte darüber, was gehört denn zu den öffentlichen Gütern und was ist privat, das ist dringend notwendig. Und ich glaube eben auch, die jetzt genannt worden sind, die auch Macron nennt, für meine Sicht gehört alles zu den öffentlichen Gütern, was für ein Leben in Würde notwendig ist. Das ist Essen und Trinken, das ist Bildung, das ist Kultur, das ist Sicherheit, das ist Wohnung und Entwicklung und so weiter. Das sind, und Klima natürlich, diese Rechtssicherheit, das sind öffentliche Güter. Wenn man sich daran macht, und das war ja das Kluge in Macrons Rede, dass er überhaupt nicht davon gesprochen hat, irgendwelche alten Schulden zu übernehmen. Das war wirklich blödsinnige Diffamierung, die da auch von den Liberalen, auch von Lindner, der angeblich so clever ist, vorgebracht worden ist. Also das nicht, sondern dass bei dieser großen Unterscheidung, also bei den großen Diskrepanzen zwischen Arm und Reich, der Ansatz ist, über irgendwelche individuelle Umverteilung zu machen, finde ich viel schlechter ist, als der Ansatz ist, über öffentliche Güter zu machen. Denn in dem Moment, wo wir wirklich für alle diese öffentlichen Güter, und dazu gehört dann eben auch Bildung und dass man nicht auf private Schulen oder Kindergärten zurückgreifen muss und so weiter. Wenn wir das alles gesichert haben, auch eine vertretbare Wohnung und so, dann sind die verbleibenden Unterschiede zwar immer noch wichtig in Bezug auf die Machtunterschiede, die dadurch bestehen. Das darf man nicht unterschätzen, denn wer viel Geld hat, hat viel Macht. Ja? Aber sie sind nicht so wichtig in Bezug auf die Frage, ob ich mein Leben selbstbestimmt gestalten kann. Und deswegen glaube ich, wäre das ein sehr, sehr guter gemeinsamer Nenner, diese öffentlichen Güter. Ich weiß auch, dass bei uns in der Sozialdemokratie, ich versuche das auch zu pushen über die Grundwertekommission, das Nachdenken darüber, was ist jetzt die konkrete Alternative von dem von uns bekämpften Neoliberalismus oder Austerität? Was heißt das jetzt konkret? Und da spielt auch die Überlegung der öffentlichen Güter, auch der europäischen öffentlichen Güter, eine große Rolle. Ich glaube, weil darin ja auch eine Definition dessen steht, was brauchen wir zum Leben, so dass das, was wir auch brauchen, wie Klima und sowas alles, erhalten bleibt. Das heißt, wo müssen wir uns wohl bewusst einschränken, aber gar nicht im Sinne, dass wir jetzt furchtbar grau sind, sondern dass wir das abwägen mit den Dingen, die wir eben einsparen müssen, damit wir dann auch wieder würdig leben können. Also es gibt zwei Dinge, zum Beispiel, man sagt immer, er macht eine neoliberale Politik, mag sein, das ist eine andere Diskussion. Nein, nein, du nicht, aber ich sage, es wird ja immer so angedeutet. Erstens ist er zum Beispiel für ein ganz starkes Regulierungsmechanismus, nämlich den Emissionshandel, mit einem viel höheren Mindestpreis an CO2. Ja, damit ist es eine Regulierung. Und zwar eine ganz starke Marktregulierung. Also nur. Zweitens, wenn man mit ihm diskutiert, zum Beispiel ist er fasziniert von dem IG Metall-Abschluss. Das ist sensationell. Ich finde, dass wir alle hier noch nicht verstehen, dass zum ersten Mal die Gewerkschaften im nächsten Jahrhundert eingetreten sind, mit einer Idee von Flexibilität, die nicht nur unternehmensabhängig, sondern die Lebensplanung der Lohnabhängigen, dass sie in eine Flexibilität eintreten. Und das Problem von einem Macron ist, der hat nicht die Gewerkschaften und nicht die Arbeitgeber. Der hat zwei kommunistische Position, die Arbeitgeber sind Betonkommunisten auf ihrer Art und die CGT andere, und er hat eine Zwischengewerkschaft wie die CFDT. Das ist das Problem der französischen sozialen Partnerschaft. Das muss man sehen. Aber ich finde, wir müssen in Deutschland und die Grünen, also wirklich, ich finde, dieser Abschluss, das wird viel unterschätzt. Es gibt zwar keine Regierung, aber es gab Sozialpartner, die viel mehr gehandelt haben, als eine Regierung überhaupt denken konnte. Also, bevor das jetzt super. Noch mehr Lob für IG Metall kommt. Ich möchte aber vorher. Nee, ich habe schon Franziska so gesehen. Jetzt geht's los. So, ich wollte trotzdem eine Frage stellen. Gibt es irgendetwas an diesem heiligen Macron, wo wir nicht mitgehen? Bisher höre ich nur Lobeshymnen auch hier auf dem Podium. Genauso wie du eine Frage den Grünen stellen würdest, gibt es etwas an dem heiligen Habeck, wo ihr nicht mitgeht? Ja, und deswegen stelle ich das in Frage. Deswegen stelle ich das in Frage, weil genauso wie wenig Habeck ist, genauso wenig heilig ist auch ein Macron. Und da möchte ich doch die Frage stellen, wo ist denn unsere Vision für Europas Zukunft? Ja, inspiriert durch Macron, ja, im Bewusstsein von den Herausforderungen im Osten, aber wo ist das unsere
Sonst verlieren wir uns doch in den ganzen Wahlkämpfen der kommenden Jahre. Also du hattest ja gerade erstmal nach was Konkretem gefragt, was man an Macron kritisiert und dann das, wo ist unser eigenes? Ich kann jetzt mal eine konkrete Sache, wo ich mich permanent darüber aufrege, ist, dass Macron viel zu nah an Saudi-Arabien ist. Und da viel zu sehr unterstützt. Aber gut, das ist zum Beispiel eine, wo man es in Deutschland auch gar nicht so mitnimmt, aber mitbekommt, aber wo ich immer denke, Mann, da steht er meiner Meinung nach auf der falschen Seite und unterstützt die falschen Akteure im Nahen Osten. Und das ist ja gerade durchaus auch eines der zentralen, sagen wir, außenpolitischen großen Fragen. Aber mit Blick auf Europa würde ich durchaus auch manchmal sagen. Wobei ich dir sagen könnte, in der Frage Saudi-Arabien, okay, Iran, steht er auf dem Iran-Abkommen gegen Saudi-Arabien. Und das vertritt er in Saudi-Arabien. Und das ist für die Friedenspolitik in der Welt eine der wichtigsten Sachen. Halten wir uns an diesem Iran-Atomdeal, ja oder nein? Wenn das auseinandergeht, dann wird die Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und Iran eine ganz andere Dimension kriegen. Ja. Danke, Herr Macron. Ja. Okay. Man muss schon, ich gehe jetzt schon nicht ins Sitzen. Ja, aber der Ehrlichkeit gehört auch Jemen. Ist ja auch egal. Aber die Debatte, es war ja nur als ein Beispiel im Sinne von, ich finde auch nicht alles Gold, was Macron irgendwie von sich gibt und was er an Politik macht. Ich habe ja auch vorhin nur gesagt, dass ich finde, dass er die richtigen Themen setzt. So. Ich finde die Ausgestaltung zum Beispiel, ja, wie machst du denn nachher dann wenn wir als Ziel uns setzen würden, Europa wird irgendwie der Akteur, der es schafft, eine komplette Kreislaufwirtschaft hinzubekommen. Ja, zu sagen, wir machen eigentlich kaum noch Müll, wir benutzen so wenig Ressourcen wie möglich und Europa schafft das. Ja? Wir sind da diejenigen, die das vorantreiben und gemeinsam stemmen. So, da kannst du, Macron finde ich immer mit seinen staatlichen Innovationsagenturen, wo ich sagen würde, dass der Staat irgendwie innovativ ist, habe ich selten gesehen, typisch französisch. Ja? Ich würde da viel mehr auf lauter kluge Köpfe setzen, die überall draußen im Land unterwegs sind. So, genau, aber da sagst du bei dir auch, der Staat kann es vielleicht doch besser. Nein, so, sag ich nicht. Ich sage, so viele Startups, wie seit einem Jahr in Frankreich sehen, hat es noch nie gegeben. Ja, das musst du auch sehen. Muss ich auch sehen und die machen alle nicht nur Copy-Paste von den Amerikanern, wie das die meisten Deutschen machen, alles gegessen. Aber so, ich finde manchmal so, ich finde in der Ausgestaltung, sich dann darüber zu streiten, aber erstmal zu sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Erstens, wir wollen keine EVP forever. So, im Machtgefüge in Brüssel. Das finde ich schon mal ein ziemlich wichtiges Ziel. Zweitens, wir möchten gemeinsam diese europäischen öffentlichen Güter stärken und voranbringen. Und dann über die Ausgestaltung diskutieren, über eine positive Agenda diskutieren. Und ich finde zum Beispiel als Grundlage für uns Grüne, fände ich es wunderbar, wenn wir sagen, es gibt die europäische Grundrechtecharta. Ich weiß nicht, wer von Ihnen im Raum sie schon mal gelesen hat. Wenn nicht, ich rate dringend dazu, das ist eine tolle Grundrechtecharta, da steht das Recht auf Bildung drin, auf gute Gesundheit, Zugang zu Gesundheit, da sind genau diese öffentlichen Güter eins zu eins durchbuchstabiert, übrigens auch auf Zeit, ja, sehr fortschrittlich. Wer war der Präsident dieses Konvents? Ja, das war Roman. Roman Herzog. Der das ganz toll Roman gemacht Herzog. Hat. Aber, nur links-rechts, wollte ich nur mal sagen. Ja? Auf jeden Fall ist diese Grundrechtecharta bis jetzt nur anwendbar auf europäische Gesetzgebung und nicht anwendbar auf nationale Gesetzgebung oder auf jeden Fall sozusagen nicht direkt einklagbar. So, und da ist zum Beispiel die Frage, warum eigentlich? Warum gilt es nicht eigentlich für alle in Europa mit Blick auf alle Gesetze und alles, was passiert? Warum lassen wir uns diese Begrenzung zu? Warum machen wir nicht Europa zum Garant dieser Grundrechte, dieser öffentlichen Güter und der Garantien? Und dann kann man nämlich im zweiten Schritt sagen, Europa sorgt dafür, dass die Staaten Gelder noch zur Verfügung haben in Zeiten der Globalisierung, um Bildung, Gesundheit überhaupt finanzieren zu können. Und dann bist du im Detail von der Steuerpolitik und Steuervermeidung und alles. Ja? Aber zu sagen, Europa stellt sicher, dass diese Güter finanziert werden können in Zeiten der Globalisierung. Ja, das sind so die Debatten, die ich als Grüne gerne vorantreiben würde. Das finde ich auch wunderbar. Ich will jetzt noch mal sagen, auch wenn wir ihn als einen gewissen Retter vor Marine Le Pen empfinden und einen Retter für Europa, ich habe den Eindruck, dass er als Person wirklich ungewöhnlich gut nachdenkt, begründet und so weiter. Aber er ist natürlich auch in französische Traditionen eingebunden. Und dazu gehört jetzt nicht nur auch die Staatszentriertheit, das ist das eine. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sein Verhältnis zu Afrika ambivalent ist. Die Franzosen haben eine lange koloniale Tradition in Afrika. Und sie haben, glaube ich, auch in dieser Tradition den Eindruck, dass sie eine Aufgabe, ein Recht
haben, Ordnungsmacht zu sein. Und manchmal geht das dann mehr über das Militärische als über das Entwicklungshilfeprinzip, ist mein Eindruck. Das weißt du aber besser. Also jedenfalls da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe den Eindruck, dass bei den Besuchen von Macron in Afrika auch vielleicht notwendig war, um zu Hause die Zustimmung zu bekräftigen, die Grande Nation in Afrika auch zu zeigen. Das ist mein Eindruck. Aber ich verstünde das taktisch. Wenn ich Unrecht habe, freue ich mich, wenn du mir da widersprichst. Also es sind zwei Dinge. Erstmal will ich das mal loswerden. Du hast recht, er geht mir wahnsinnig auf den Senkel mit seiner De Gaulle-Mitterrand-Kopie. Er ist das Einzige, was ich immer schmunzeln muss, der ist nun mal gerade 40 Jahre. Und ja, das ist schon faszinierend, ja. Und Frankreich ist ein kompliziertes Land. Es kann Mai 68 produzieren, es kann aber auch die autoritärsten Strukturen, die man sich denken kann, gegenüber einem Präsidenten, ob es de Gaulle oder Mitterrand, also links oder rechts oder was auch immer ist. Und das spielt er gnadenlos unangenehm aus, ja. Das stimmt und das ist das, was mich an der diese. Aber Frankreich hat ein merkwürdiges Verhältnis zwischen horizontale gesellschaftliche Entwicklung und vertikale Orientierung. Unser Problem, alle, ist, dass wir eigentlich das nicht wollen. Und dann haben wir aber die Joschka Fischers, die Habecks, die irgendwie brauchen wir auch immer oder Willy Brandt oder wo auch immer so eine vertikale Orientierung. Das sind so unsere kleinen Widersprüche, die wir alle mit uns tragen, ja, und was die Politik produziert. Zu Afrika, er hat natürlich das, was Frankreich hat. Frankreich will in bestimmten Situationen, steht dazu, militärisch intervenieren. Mali oder in Syrien oder im Irak. Da stehen sie dazu, die sagen, wir können nicht zusehen und so weiter und so weiter. Wir können dem IS nicht den Vormarsch zulassen. Was er aber andererseits in Afrika neu macht, ist, dass er sagt, weil er von einer Urangst will ich nicht sagen, er sagt, wenn dieses Kontinent nicht weiterkommt, dann werden nicht ein paar Hunderttausend, sondern Millionen und Millionen Menschen sich auf den Weg machen. Und deswegen hat er eine ganz andere Strategie, verdreifacht, vervierfacht die Ausgaben für Bildung in Afrika. Er sieht das ganz anders. Er hat einen neuen Ansatz. Dieser Ansatz ist national ungenügend. Das muss ein europäischer Ansatz werden. Wenn Europa nicht, ich meine, wir können die Beispiele nennen. Tunesien ist das einzige Land, was es halbwegs demokratisch, aber nach dem arabischen Frühling, das einzige Land, was es geschafft ist. Wir sind ja nicht mal in der Lage, europäisch ihnen die Schulden zu erlassen. Das ist doch zum Mäusemelken, ja. Und das heißt, die ganzen Investitionen, die notwendig sind, unterstützen, damit Demokratien oder gesellschaftliche Entwicklung, da hast du recht, gestärkt werden, die machen wir nicht aus einem gewissen Egoismus. Das ist nicht nur jetzt Finanztransfer, ja, sondern das ist überhaupt das Denken außerhalb des europäischen Raums. Also das ist eine Mischung bei ihm, würde ich sagen. Aber grundsätzlich, es geht nicht darum, ob er ein Heiliger, er ist kein Heiliger. Er ist kein Heiliger, er ist ein Politiker, der Staatspräsident werden will. Keiner von uns, doch, du wolltest, aber es war eine andere Funktion. es war eine andere Funktion. Ich meine, der hat eine ganz andere Vorstellung, die mir in seiner Vorstellung gar nicht so sympathisch sind, aber immer kommt es auf den Weg, er will was. Er will was und egal, ob man ihn mag, ob man es gut findet, dass seine Frau 20 Jahre älter ist oder nicht, das ist uns alles egal. Wir müssen mit dem, dadurch, dass er was will, hat er alles in Bewegung gebracht. Sogar mich, aber trotzdem, ja. Ich will nur mal sagen, dass... Ja, deine Anmarsch. Nein, will ich nicht. Aber ich will nur sagen, Leute, das Unsympathische können wir schnell deklinieren. Und Atomenergie geht da nicht schnell, aber er will Schritte, er macht Schritte. Okay, wir Grünen würden das besser machen. Wir würden alles, aber mit wem können wir uns denken, Europa zu verändern?
Die europäischen Grünen werden Europa nicht verändern. Wir müssen schon mal ein anderes Kaliber an Menschen und an Leuten und an Kräften, die mit uns Europa verändern, sondern das müssen wir verstehen. Unser Rahmen ist nicht mehr der kleine Rahmen, sondern er zwingt uns, groß zu denken. Wenn wir besser sind im Großen, dann ist es wunderbar. Gut, danke sehr. Vielen Dank. Wir öffnen jetzt für die Fragen aus dem Publikum. Wo sind die Kolleginnen mit Mikros? Also, nee, das sind Fragen, aber es gibt welche, die mit Mikros hier unterwegs sind. Da hinten, wenn Sie... Da hinten steht John Worth und die Dame links. Ich sehe jetzt leider nicht, wer das ist. Aus Krakau, aus der feministischen Frauenorganisation FK und wollte sagen, dass Polen nicht nur Kaczyński ist. Selbst dem Kaczyński ist gelungen, nolens volens, so viele Leute zu wecken. Sehr viele neue Gruppen haben kapiert. Politik wird nicht nur von Politik darf man nicht nur den Berufspolitiker überlassen. Wir hatten vor einem Jahr zum Beispiel haben wir so viele zahlreiche Frauenproteste. Dutzende, Tausende von Frauen in mehreren Städten Polens haben geschafft, die Versuche, das Abtreibungsgesetz zu verschärfen, gebremst. Ich möchte noch weiter. Als Bürgergesellschaft haben wir eisernen Vorhang erfahren. Wenn Daniel Cohn-Bendit jetzt über die Tür spricht, dann kann ich nur dazu sofort und spontan sagen, wir haben uns schon immer EuropäerInnen gefühlt. Nach der Wende konnten wir das erfahren, mit Vergnügen, mit allen Schatten und Minusen. Aber wenn jetzt die Tür zugemacht werden sollte, egal von welcher Seite, dann gibt es mehr bei uns, die rebellieren werden. Mhm. Ja, vielleicht eine Klarstellung. Ja, ich will gar keine Tür machen. Ich will nur sagen, man kann heute die Entwicklung, die Reformen, die in Europa notwendig sind, können wir jetzt nicht warten, bis einstimmig alle Staaten mitmachen. Das heißt, wir müssen eine Form, die keine Tür zumacht, die sagt, bitte. Und deswegen mit dem Euro wäre das eine Möglichkeit, wenn Polen morgen dem Euro beitritt, sind sie dann genauso mit drin, um das auszuhandeln, was ausgehandelt werden soll. Das ist eine Frage der Mehrheitsentwicklung. Ich finde, man sollte doch, Gesine hat es vorhin gesagt, ich bin gegen diese Strafen, deswegen bin ich für diese Europäische Agentur von Flüchtlingen, die positiv unterstützt und nicht mit Strafen. Diese Zwangssolidarität hat, da hat Franziska recht, Moratorium, hören wir mit dem Quatsch auf, denken wir was Neues. Darum geht es mir nur. Nur, es darf nicht sein, dass ein Land dann allein oder zwei oder drei Entwicklung stoppen können. Und deswegen sage ich, die Tür ist offen. Jeder kann mitmachen, aber keiner kann verhindern. Aber Daniel, kann ich kurz nachfragen? Also es geht natürlich auch um dein bekanntes mittlerweile Zitat mit dem Brexit, sozusagen Brexit für alle. Ja, das hast du ja auch öffentlich im Radio verkündet. Wenn sie wollen, sollen sie gehen, anstatt jetzt unser kleiner Party hier zu verderben. Aber Brexit ist doch wunderbar. Alle, die rausgehen wollen, haben gesehen, was es bringt und dass es bringen wird. Und deswegen will keiner mehr Brexit. Es gibt doch überhaupt keine politische Kraft, rechts oder links, die heute von Brexit redet. Die einzigen, die im Schlamassel sind, sind die Engländer, weil sie es bestimmt haben. Die anderen, Marine Le Pen, nein, das haben wir nicht so gemacht. Cinque Stelle, nein, das wollen wir nicht so. Und vielleicht in drei, nein, wir wollen nicht aus dem Euro. Überall hört ihr, das heißt, es soll nicht. Ich sage aber, wenn eine Mehrheit eines Volkes aus Europa rausgehen will, es ist ihr gutes Recht. Da kann man nichts machen. Es ist, und die Engländer haben den Schlamassel, mal sehen, wie sie da rauskommen, aber wir können nicht aus Angst vor dem Brexit Dinge machen, die wir machen müssen, wenn wir überzeugt sind, dass wir sie machen müssen. Und deswegen sage ich,
Brexit ist ein Recht. Und das Gute an diesem Brexit, das Beispiel zeigt, wie unsinnig diese Argumentation war. Das ist es. Franziska? Ich glaube, manchmal hängt es ja auch mit der Sprache zusammen. Wenn man sagt, die Tür bleibt offen, hat man schon den Eindruck, eigentlich ist sie doch ein bisschen zu. So, und das ist vielleicht Teil dieser Debatte. Deswegen müssen wir vielleicht selber überlegen, wie wir damit anders auch mit umgehen. Weil ich glaube, die Idee ist schon, es ist ja erstmal für alle möglich, sofort auch mitzumachen. So, und vielleicht würde ja Polen dann auch sofort sagen, wir machen jetzt übrigens doch von Anfang an mit und wir wollen nicht später irgendwo dazukommen. Wer weiß. Es ist ja nicht so unattraktiv zu sagen, wenn es ein Gesamtpaket ist. Ich glaube, es müsste halt ein größer gespanntes Gesamtpaket sein. Ich habe ja vorher noch ein paar andere Elemente genannt. Und das aber klar ist, der Wunsch ist eigentlich, dass alle mit dabei sind. Und das eigentlich streiche ich, weil der Wunsch ist, dass alle dabei sind. Und wenn man aber dann merkt, dass manche nicht bereit sind, noch nicht bereit sind mitzugehen, dass man dann aber trotzdem bereit ist, die Schritte zu gehen. So, vielleicht muss man da wirklich besser aufpassen in der Sprache, damit nicht das Gefühl ankommt, eigentlich ist die Tür doch zu. Weil das möchten wir ja auf keinen Fall. Ich glaube, es ist wichtig, Dani hat vorhin darauf hingewiesen, was es schon für eine Dynamik auslöst, dass eine intelligente Person wie Macron was will. Also inhaltlich was will für Europa. Das wirklich Lähmende liegt doch daran, und dass die größte Macht in Europa inhaltlich nichts wollte, außer sich und die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Das war ja das, du hast dich manchmal gewundert, wie wütend ich war, aber es macht mich ganz wütend. Und umgekehrt, jetzt, dass da jemand was will und es ist sogar durchdacht, muss nicht alles akzeptieren, aber es ist durchdacht, es sind viele Probleme berücksichtigt bei dem, was er vorschlägt. Das ist natürlich richtiggehend wie Balsam. Ja? Und wenn wir Deutschen das nun auch noch machen würden, wo wir doch so ökonomisch so stark sind und auch noch Ideen hätten, wie man diese öffentlichen Güter voranbringen könnte und wie man Braindrain innerhalb Europas vermeidet, was ja verheerend ist, was an Ungerechtigkeiten da geschehen ist und so weiter. Dann sind wir schon einen Schritt weiter. Dafür brauchen wir eine Regierung. Ich wollte nochmal einen Punkt, weil mit Polen ist es wie mit Ungarn. Die Gesine hat vorhin was ganz Wichtiges gesagt, die Opfersituation. Das Verrückte ist, wenn man das neue Gesetz zur Geschichte Polens sich anguckt, es ist wirklich traurig. Weil im Grunde genommen, wenn man sieht, warum haben wir dieses Europa gegründet? Dieses Europa ist entstanden aus den Gedanken, nie wieder Faschismus, Nationalsozialismus, nie wieder Kommunismus. Freiheit, ein Freiheitsbegriff stand dahinter. Und jetzt in der Auseinandersetzung, auf der anderen Seite gibt es Länder, Chirac hatte angefangen, rechts, Macron hat es wiederholt, gegen den Widerstand von Linken und Rechts manchmal, die Verantwortung Frankreich und Franzosen für die Vernichtung der Juden zu übernehmen. Ja, es gab eine Kollaboration. Ja, es haben Franzosen. Und in Polen darf man jetzt nicht mehr sagen, das ist eine polnische Kollaboration. Ist das ein Irrding? So werden wir die Geschichte Europas und die Niederlagen, die wir alle erlebt haben, nie überwinden, wenn wir nur glauben, es war nur Deutschland. Wenn ich da in der einen kleinen, ich bin ja völlig bei dir und dieses ganze Gesetz ist furchtbar. Es ist interessant, dass in dem Gesetz von Staat und Volk in einer Einheitlichkeit geredet wird. Das ist einerseits, kennen wir, das ist nicht gut, aber das heißt ja auch, da lassen Sie sich das Schlupfloch. Es ist nicht, dass wer gegen das ganze Volk den Vorwurf der Kollaboration erhebt, der darf nicht. Aber dass es da einige gab, der darf. Gut, jetzt sammeln wir, weil wir nicht so viel Zeit haben. Einmal John Worth da aus der dunklen Ecke. Hallo, John Worth, mein Name. Ein EU-Bürger mit leider, der nur einen britischen Reisepass hat. Also Brexit ist uns EU-Bürger aus Großbritannien nicht wurscht, Dani. Also bitte, wenn einzelne Länder vorangehen wollen, kann ich gut verstehen. Aber ich verliere meine Rechte, Parlamentarier zu wählen zum Beispiel. Mein Recht hier zu wohnen in Deutschland ist in Gefahr wegen Brexit. Also so einfach ist es auch nicht für die einzelnen Bürger. Also bitte ein bisschen aufpassen, in was du zum Thema Brexit sagst. Meine Frage ist folgendes. Ich habe hier heute Abend nicht so viele Antworten auf die Frage, was da auf dem Bildschirm da steht. Was ist unsere Antwort auf Macron gehört? Sondern stelle ich dann eine andere Frage. Was ist unsere Antwort auf En Marche vor der Europawahl 2019?
könnte ich bitte einige praktische Vorschläge hören, von was können die Grünen am besten tun, damit wir am besten punkten vor der Europawahl 2019. Europaweite Wahllisten sind vorbei, das kriegen wir nicht hin. Was können wir tun, damit wir die beste mögliche Wahlergebnis kriegen gegenüber En Marche in 2019? Danke. Okay, wir sammeln, wir sammeln, wir sammeln. Hier dritte Reihe, genau, danke. Ja, danke schön. Guten Abend, Oliver Münchow, mein Name. Ich bin auch, werte Gesine Schwan, aus einer ominösen BAG, nämlich aus der Wirtschaft und Finanzen. Ich möchte auf Folgendes eingehen. Ich habe den Eindruck, dass vielen es schlichtweg auf die Nerven geht, dass Europa schlichtweg häufig als ein Eliteprojekt gedacht wird. Das geht schon auch in die Richtung der Frage der Bildung, Universitäten. Da ist dann halt irgendwie 15% der Gesellschaft ein Bildungsbürgertum, das sich auch kosmopolit verhält und dieses auch in die Gesellschaft hineinträgt. Ich glaube Folgendes. Erstens, der Ansatz mit den öffentlichen Gütern, den unterstütze ich absolut. Aber zweitens, die Direkttransfers, und zwar spreche ich da eine Sache an. Es gäbe die Möglichkeit, und wir haben es im Programm, Franziska, nämlich die Mindestarbeitslosenversicherung. Das hat weder die Linke noch die SPD und die beneiden uns darum. Das ist ein Projekt. Einer bitte dann gleich einfach antworten. Bisschen näher mit dem Mikro. Achso, Entschuldigung. Ja. Wir haben es als Ziel drin. Wenn es anders sein sollte, bei SPD und Linke können Sie es ja sagen. Zweitens, was ist mit dem Fiskalpakt? Ich glaube, dass der Fiskalpakt einfach in der Konstruktion eine mit der schwierigsten Situation ist, die aus Deutschland gefahren worden ist. Da hat Deutschland hegemonial agiert und ich glaube, dass das eine mit der störendsten Konstruktion in Europa sein könnte und sein bleibt. Ja, danke. So, wir bleiben nicht auf der rechten Seite. Die Dame in der ersten Reihe, weil bisher zu wenig Damen sich melden. Ich weiß nicht, warum das so eine männliche... Sophie Pornschläge vom Progressiven Zentrum. Ich möchte auch nochmal auf den Titel eingehen. Und zwar, was ist unsere Antwort auf Macron? Ich habe mich ein bisschen gefragt, unsere Antwort als Grüne oder als Deutschland? Und ich würde gerne auf Zweiteres eingehen. Und zwar, was halten Sie eigentlich vom Koalitionsvertrag? Und glauben Sie, dass es 4 Jahre wieder Status quo gibt, wo die Konservativen und Merkel Europapolitik definieren werden? Oder kann es tatsächlich eine Änderung geben, auch wenn Martin Schulz jetzt nicht im Auswärtigen Amt ist. So, und daneben gleich und dann zurück aufs Podium. Ja, Wolfgang Templin, eine konkrete Frage ans Podium. Wir werden am Freitag ja Besuch aus Polen bekommen. Nicht Kaczynski, auch kein lupenreiner Mann Kaczynski, sondern der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, der eine ganz eigene wirtschafts- und sozialpolitische Agenda hat, zunächst national gerichtet, aber bestimmt auch mit Wirkung auf Europa. Meine Frage, wie könnte eine produktive Auseinandersetzung mit diesen Konzepten aussehen? Wird sie geführt? Hat sie Bedeutung für die Grünen? Ich habe den Besuch vom polnischen Außenminister im Januar so wahrgenommen, auch kein lupenreiner Mann Kaczynskis, der ist mindestens von den Medien so gut wie total übergangen worden. Ich würde mir sehr wünschen, ich hoffe auch, dass dieser Besuch jetzt am Freitag, der fällt in eine für uns nicht so einfache Zeit, die Kanzlerin total blockiert, aber es ist ein offizieller Besuch und ich könnte mir vorstellen, dass die stärkere Wahrnehmung, die öffentliche Auseinandersetzung damit, die inhaltliche Auseinandersetzung hier Impulse gibt, wenn wir Hoffnungszeichen haben können, dann sind sie damit verbunden, dass eben auch das Regierungslager in Polen mindestens in Maßen aus taktischen oder anderen strategischen Gründen mittlerweile personell differenziert ist. Und hier sollten wir einhaken und hier bin ich auch auf die Meinung im Podium gespannt. Danke. Vielen Dank, Wolfgang Templin. Müssen erstmal Schluss machen hier. Wir können nicht alle Fragen leider dran nehmen. Ja. Vielleicht kommt es, wenn wir jetzt noch Zeit haben, aber ich würde gerne erstmal zurück aufs Podium kommen. Praktische Tipps für den Wahlkampf bzw. die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen als Grüne. Ich glaube, da ist Franziska wahrscheinlich die Beste, die das beantworten könnte. Wobei ich ehrlich gesagt dass die Frage nicht ganz verstanden habe. Grünes Ergebnis hier gegen En Marche. Also soweit ich weiß, tritt En Marche ja nicht in Deutschland an. Also, hä?
Ja, aber selbst da, warum soll unser Ziel sein, also ich werde für ein grünes Ergebnis überall dort kämpfen und werden wir das machen, wo die Grünen auch antreten, in Deutschland, wo auch immer sie antreten. Und da werden wir für ein grünes Ergebnis kämpfen. Ich werde auch kämpfen gegen die AfD, ich werde, in Frankreich werden sie kämpfen gegen Le Pen und alles. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass unser Hauptgegner im Wahlkampf dann En Marche sein sollte. Weder, also in Deutschland werden sie ja gar nicht antreten und so in Frankreich wird man sehen, wie sich diese Lage zuspitzt. Ich würde es auch gar nicht bestimmen wollen als Deutsche, wie die Franzosen sich dazu positionieren haben, unsere französischen Kolleginnen und Kollegen auch nicht, wie die Holländer das zu machen haben. Aber klar brauchen wir eine gemeinsame Strategie. Ich finde, dass es wichtig ist, dass wir da mit einer klaren gemeinsamen Haltung reingehen, dass wir uns anstecken lassen von dem Optimismus, dass wir gemeinsam als europäische Grüne auch eine positive Vision entwickeln, dass wir durchaus von den gleichen Ansätzen her gehen, darauf Antworten entwickeln. Und dann bin ich ehrlich gesagt ziemlich optimistisch, dass wir da auch eine Strahlkraft hinbekommen können. Wir haben gute Leute. Ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland eine bunte Europaliste haben, vielleicht mal mit ein paar Europäern. So, ja, wenn es keine transnationalen Listen gibt, dann machen wir das halt bei uns. So, das sind ja Sachen, die wir gerne angehen könnten und auch eigene Schwerpunkte setzen könnten. Aber ich würde jetzt nicht als unseren Hauptgegner ausmachen. Die GroKo-Antwort, da würde ich vielleicht noch kurz auf eingehen, weil Sie ja gefragt haben, sozusagen aus Deutschland, das ist ja auch Teil der sozusagen Überlegungen gewesen für diese Veranstaltung, zu sagen, wir möchten mal einen differenzierteren Diskurs außer Transferunion, nein, danke. Ich finde, dass das Europa-Kapitel in dem GroKo jetzt Koalitionspapier nicht das schlechteste ist. Da steht einiges drin. Das öffnet Türen. So, das ermöglicht Dinge. Ob die jetzt genutzt werden, hängt durchaus davon ab, was ein Herr Scholz als Finanzminister macht, wer Außenminister wird, inwieweit die SPD das ernst meint. Und ich kann nur versichern, dass wir aus dem Bundestag, aus der Opposition heraus, sie treiben werden. Ja? Und dass wir auch immer signalisieren, wir sind bereit mitzustimmen, auch für Dinge, wo vielleicht dann ein paar CSUler nicht mitstimmen, keine Ahnung. Ja? Aber dass man das auch klar signalisiert, wir sind damit bereit, da endlich aus Deutschland konstruktiv sich zu beteiligen. Und ich hoffe es wirklich sehr, dass die SPD diese Aufgabe auch wirklich erfüllt. Ja? Sie hat jetzt häufig gesagt, das ist der Kurswechsel für Europa. Sag mal, in der FAZ wird jetzt schon geschrieben, genauso wenig wie Schäuble nur der Anti-Europäer war, ist der Olaf Scholz nicht die Verheißung für Europa. Aber ich hoffe mal, dass er sie vielleicht doch ist. Frau Schwan, vielleicht gleich an Sie. Also ich wollte diese Frage vermeiden, aber wenn wir schon Sie hier haben, jetzt wo Schulz, egal mit seinen Schwächen und so weiter, aber doch das Gesicht für diese und die treibende Kraft für diese Europa-Agenda bei der GroKo war, jetzt wo er weg ist, haben wir jetzt schlechtere Karten? Nein, ich glaube nicht, dass wir deswegen für Europa schlechtere Karten haben, weil Schulz weg ist, ganz ehrlich gesagt nicht. Es gibt genügend treibende Kräfte in der SPD, die für diesen Teil zuständig sind, verantwortlich sind. Auch Sigmar Gabriel hat sich dann mehr und mehr in diese proeuropäische Position gebracht. Sein Staatsminister Michael Roth hat eine ausgesprochen prononcierte und reflektierte proeuropäische Position. Also diese Sorge habe ich nicht. Ich habe aber ein bisschen die Sorge, die ich bei Franziska Brandner habe anklingen hören. Und das hatte ich ja auch vorher schon gesagt. Das, was an positiven Anknüpfungspunkten beim gesamten Thema Solidarität und auch finanzielle Solidarität zur Sprache kommt, hängt davon ab. Also da sind positive Anzeichen, darüber freue ich mich auch. Und das, man tut, was man kann, auch von irgendwo her. Aber es hängt dann davon ab, wie es umgesetzt wird und wie stark der Wille besteht, da wirklich etwas zustande zu bringen. Auch der Wille besteht, das, was viele beim Koalitionspartner ja befürchten, dass nun plötzlich die ganze Seriosität von Schäuble flöten geht, dass es insofern diese Befürchtung durchaus erfüllt wird, als eine bestimmte Form von Seriosität, die ich nicht als Seriosität, sondern Mangel als Solidarität und nationalorientierter Politik empfunden habe, dass das in der Tat aufhören soll. Und da wird es, wie überhaupt bei der gesamten Koalitionsführung,
darauf ankommen, nein, für die gesamte Koalitionsführung darauf ankommen, wie man sie eben gestaltet. Ich hoffe sehr, dass es diesmal gelingt, alles das, was etwas symbiotisch gewirkt hat bei der letzten großen Koalition, zu vermeiden, ganz offen zu sagen, wo man sich durchsetzen kann und wo man sich nicht durchsetzen kann, damit die Wähler auch nach 4 Jahren wissen, welche Partei in dieser Koalition für was gestanden hat. Das muss man eigentlich auch wissen, das ist auch keine Illoyalität. Man soll sich da nicht verstecken. Also ich glaube, was der Finanzminister, wer immer es wird, Spieles spricht im Moment für Olaf Scholz, was der Finanzminister und sein Haus machen, wird sehr wichtig sein. Und da werden wir versuchen, so klug wie möglich Hilfestellung zu leisten. Wegen des Finanzpaktes bei der Frage, da hast du, warst du ein bisschen ungehalten. Nein, ich will nur sagen, ich habe nur dazu gesagt, gleichzeitig haben verschiedene politische Kräfte diesen Vorschlag gemacht mit der Jugendarbeitslosigkeit, Moscovici, die Sozialdemokraten, für Arbeitslosengeld für Jugendliche ist gekommen, wie? Gut, für alle. Das ist typisch grün. Natürlich für alle. Und für alle, die auch nicht in Europa sind, wäre auch besser. Ja. Also ich finde, wenn man durchsetzen könnte in den nächsten 2-3 Jahren, dass Europa übernimmt einen Teil der Arbeitslosensicherung für Jugendliche, wäre das ein irrsinniger Schritt nach vorne. Und dann träumen wir für alle als zweite Ebene. Aber ich finde, sollte man ein bisschen mal rational. Ja, also auch wenn ihr in der Regierung gewesen wäret, das wäre schon ein irrsinniger Erfolg, wenn ihr den ersten Schritt geschaffen hättet. Das wollte ich nur sagen. Ich finde, für die Grünen nochmal von hinten anzufangen, in dem Koalitionsvertrag, mit diesem Koalitionsvertrag zu Europa, kann man viel machen. Dann sagt ihr, ja, aus dem Koalitionsvertrag leiten wir dies ab. Bitte, im Bundestag, wo seid ihr? Und dann wird Scholz sagen, nee, will ich nicht. Das steht aber anders da. Ja, das heißt, da werdet ihr Bündnispartner bei der SPD, weiß ich wo, auch immer. Das muss die Strategie sein. Und da komme ich zu dir. Wir Grünen, ich bin noch Mitglied in Frankfurt. Also, wir Grünen, ja, sollen kein Wahlkampf gegen En Marche. Wir sollen einen Wahlkampf, einen Wettbewerb mit wem immer um Europa machen. Denn wir brauchen En Marche dann als Bündnispartner. Machen wir uns nichts vor. Und deswegen müssen wir die Intelligenz haben, da wo wir meinen, könnte man weitergehen, das nach vorne zu schieben. Aber das wird uns, und das wird uns auch niemand abnehmen. In Frankreich wären die Grünen 50-50 wahrscheinlich eine Koalition mit Varoufakis und den Sozialisten machen. Ja, das hat keinen Sinn. Du musst sehen, außer in Deutschland, in Holland oder in ein paar Ländern, Belgien, ist die Verfasstheit der europäischen Grünen katastrophal. Und das hat einen Grund, weil sie immer alles besser wissen, weil sie zwar kaum existieren, aber alle dann abschminken und sagen, das ist neoliberal, das ist das und dann werden sie nicht mehr gehört. Also schaffen wir doch mal wieder als europäische Grünen eine Vision von Europa zu haben, die wir dann sagen, wo sie kompatibel und wie wir mit solchen Bewegungen wie En Marche oder andere oder Sozialdemokrat, wie wir das zu einer Mehrheit in Europa verhelfen können. Das ist der entscheidende Punkt und nicht diese konservative Mehrheit, die es jetzt im Europaparlament gibt. Und dann wird man schon sehen, wie wir da vorankommen. Aber mach dir keine falschen Gedanken. Wenn du glaubst, du wirst mit einem Wahlkampf gegen En Marche Äpfel ernten können, dann irrst du dich. Das könnte ein gutes Schlusswort sein für unsere Diskussion. Das Schlusswort aber, Frau Gesine-Schwann, es gibt einige, Moment, es gibt noch Fragen, die unbeantwortet sind. Und diese Frage von Wolfgang Templin. Ich wollte Wolfgang Templins Doppelfrage aufnehmen. Wobei ich gestehen muss, dass ich nicht informiert bin im Detail, was der jetzt hier Premierminister will. Ich stimme nicht ganz so zu, dass trotz, dass in den Turbulenzen, die wir immerhin im Moment haben, der Außenminister nicht genügend beachtet wurde. Dieser ganze
Personalwechsel ist Ihnen, so wie ich es verfolgt habe, in den deutschen Zeitungen sehr stark beachtet worden und auch sehr kommentiert worden. Und die Frage, ob das jetzt nur Kosmetik ist oder ob sich doch mit den neuen Personen neue Schwerpunkte oder Akzente verbinden und ob da vielleicht auch neuer Ehrgeiz entsteht im Wettbewerb mit Kaczynski zwischen Premier und Kaczynski, das alles spielt eine Rolle. Aber ich gebe zu, mir selbst ist auch bisher nicht aufgefallen, dass Macierewicz nun jetzt ein unglaublich alternatives Wirtschafts- oder Sozialmodell vorgestellt hätte, mit dem wir uns fundamental auseinandersetzen müssen. Wie bitte? Morawiecki, Entschuldigung, ja natürlich. Morawiecki, ich habe die E-Mail. Morawiecki, dass er das gilt, ja, also sicher nicht. Also Morawiecki, das habe ich nicht bisher durchstudiert und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass er, also vielleicht ist er damit besonders angetreten, das habe ich aber jedenfalls nicht so wahrgenommen, da kann ich keine wirklich inhaltliche Antwort geben. So, jetzt habe ich doch schlechtes Gewissen, es gab hier drei Leute, die sich lange gemeldet haben. Und deswegen nehmen wir noch drei Wortmeldungen und danach machen wir Schluss. Der Kollege hier in der ersten Reihe. Ja, leider. Nee, da waren da andersrum. Ja, genau. Super. Okay. Mein Name ist Karim El-Essedi. Ich habe mit großem Interesse gehört und eigentlich zwei Bemerkungen, die gleichzeitig Fragen sind, werde ich schnell äußern. Ich denke und gehe davon aus, das ist keine Möglichkeit für Europa, sich zu vereinen oder als Verein zu wirken, nur unter Demokratie und demokratischer Kultur. Da wirtschaftliche Interesse oder Ängste von Fremdlingen oder zum Beispiel unter Kapitalismus, das ist fast unmöglich. Ich werde fragen, hat die europäische Demokratie in ihren verschiedenen Exemplaren oder in ihrem Exemplar wirklich die Überzeugungskraft für die Menschen in Europa, das sei oder das ist der richtige Weg für Zukunft. Hier eigentlich gebe ich nur ein Beispiel. Es sind Menschen, ich bitte Sie, es sind Menschen von Europa aus mit europäischem römisch-griechischem Hintergrund, jüdisch-christlichen Religion-Hintergrund und Einfluss von Texten von Karl Marx, Freud und Nietzsche zu Nahosten gegangen mit den Namen Michael, Joachim, Christian und Philipp, um Selbstmörder zu sein gegen friedliche Menschen, die im Café sitzen oder im Restaurant essen und haben mitgemacht, Kulturerbe als Denkmale und Kunstwerke von Mesopotamien zu zerstören, wo ist die Demokratie eigentlich geblieben, die heutige europäische Demokratie? Ja. Wir nehmen es auf. Moment. Wir können jetzt nicht ewig machen. Ich bin wirklich nur, wir haben verstanden. Nur eine Minute. Nur eine Minute. Eine Minute ist zu lang. Unkomplett. Ja. Es 10 Sekunden. Machen Sie es zu Ende. 10 Sekunden. Ja. Bringen Sie es zu Ende. Ich denke, europäische Demokratie, europäische Kultur soll sich vollständig souverän ohne Einflüsse von den schlechten Exemplaren von Vereinigten Staaten, eigentlich diese Unterwerfung ist nicht richtig. Europa als ein Kontinent, also und eine Kulturbotschaft zu tun, eigenständig damit die Menschen hier alles klar. Wir haben verstanden. Wir nehmen es auf und werden darauf reagieren. Der Kollege mit dem roten Pullover in der vierten Reihe, dann der Kollege da und dann machen wir Schluss und kommen zurück aufs Podium. Vielen Dank. Bitte kurz halten. Die Leute sind ein bisschen müde. Ja, sich kurz halten.
Nikolaus Fitzum, ich hätte eine Frage nochmal zu Polen. Ich fand sehr sympathisch, dass man keinen Druck ausüben soll auf Polen und positive Anreize schaffen soll. Und dann fiel auch der Begriff Moratorium, also wir sollen irgendwie warten und dann dort anknüpfen, wo wir anknüpfen können. Haben wir eigentlich diese Zeit? Also in Polen finden Veränderungen statt, der Staat wird umgebaut und vor allem die Justiz wird umgebaut. Und sollte man da nicht doch auch über Sanktionen nachdenken? Okay, alles klar, danke auch, dass Sie kurz waren. Bitte auch nicht zu lang. Sie müssen ins Mikro sprechen, wir hören Sie. Also mein Name ist Bernd Kasper. Gesine, sind Sie sicher, dass die GroKo kommt? Sie sprechen hier in der vollendeten Zukunft. Olaf Scholz wird und so weiter. Ja, ja. Ich kriege demnächst Post von Martin Schulz. Ich soll da ein Kreuz machen. Alles klar. Sind Sie sicher oder nicht? Also Sie sprachen so. Gute Frage. So, jetzt GroKo, ob Sie sicher sind, die Vereinigten Staaten von Amerika oder soll Europa doch selbstständiger werden, auch in seinem Selbstbewusstsein. Und natürlich auch die Frage, ob es nicht doch an der Zeit ist, dann die Sanktionen gegen unseren östlichen Nachbarn einzusetzen. Also ich behalte mir vor zu strahlen, unabhängig davon, ob es eine GroKo gibt. So viel unabhängig muss sein, Wirklichkeit muss sein, wenn man mehr als 50 Jahre politisches Leben beobachtet, darf man das Strahlen nicht davon abhängig machen. Wir leben ja nicht direkt vorm Untergang. Zweiter Punkt, zu Polen. Ich bin davon überzeugt, dass Sanktionen bei der jetzigen schon monopolisierten Medienlandschaft die Gesellschaft eher hinter Kaczynski scharen. Ich sehe es genauso brisant, ich sehe es auch unter Zeitdruck. Aber das Problem ist, dass die EU nicht wahrnimmt, welche Differenzierung der polnischen Gesellschaft sie schaffen könnte, wenn sie positive Anreize gäbe. Und dann würde eine Dynamik entstehen, da würden sich die gestärkt fühlen, die dagegen sind, was Kaczynski macht. Es muss von innen kommen. Alles, was von außen kommt, mit all den historischen Belastungen, ist kontraproduktiv. Vielen Dank. Franziska. Ich kann mich dem anschließen. Ich würde hinzufügen, dass es aber natürlich trotzdem die Klarheit in der Kritik braucht und dass man sich davor auch nicht scheuen darf, dass die auch alle europäischen, sagen wir, Parteifamilienmitglieder genauso auch deutlich immer äußern müssen und egal wen es betrifft. Und wir sind als Grüne der Meinung, dass man auch einen anderen Grundwertemechanismus in Europa braucht. Also momentan gibt es ja da so ab und zu ein paar Treffen auf sozusagen Ministerebene und dann wird darüber gesprochen und dann macht die Kommission manchmal einen Bericht. Und es ist sehr einfach für Kaczynskis und Co.s zu sagen, ach ja, die Kommission, wer sind die überhaupt? Und dann haben die irgendwelche Experten, die sie natürlich so bestellen, dass sie ihren Inhalten passen. Und wir haben den Vorschlag, dass wir sagen, es gibt eine Europäische Grundrechtekommission, für die jedes nationale Parlament einen Verfassungsexperten benennt. Also auch das polnische, das same, ja, der Bundestag, Assemblée Nationale und das Europäische Parlament 10 dazu. Und diese Kommission überprüft kontinuierlich alle Länder, auch Deutschland, auch Frankreich, mit Hinblick auf die Verletzung von Grundrechten. Und ich glaube, das würde auch nochmal eine andere Debatte bringen, dass es nicht der Eindruck ist, ach, jetzt gucken wir wieder alle auf die Polen, auf die Kleineren, auf die Schwächeren, sondern Deutschland wird genauso überprüft, Frankreich genauso. Und das sind Experten, die die nationalen Parlamente in Sand haben. Also, dass die nicht mehr so einfach sein können, irgendwelche Leute aus Brüssel, mit denen haben wir nichts zu tun, die sind eh gegen uns, sondern dass man die, sag ich mal, das gehört zu uns dazu und dadurch anders anerkennt. Also das wäre ein Mechanismus, den wir da aufbauen wollen. Und wenn Sie mir noch ganz kurz erlauben, zu der Frage mit dem so, ich muss immer lachen, weil sein Familienname ist der Familienname meiner Mutter, deswegen habe ich manchmal, denke ich mir so, oh, was? genau, so die, aber wir sind nicht verwandt, aber so für den Name. Aber was ich interessant finde, was in Deutschland in der Debatte zum Beispiel nicht diskutiert wird, ist gerade die Verhandlungen auf europäischer Ebene über die Lkw-Fahrer. Ja? In Frankreich wird es groß diskutiert, so ab dem wievielten Tag müssen die deutschen Mindestlohn, französischen Mindestlohn zahlen. Wenn es, wo wird es aufgeladen? Eine technische Frage, aber sagt ganz viel über Solidarität und wer hat welche Chancen in Europa. Das ist ganz wichtig für die polnische Regierung, dass sich das nicht verschlechtert. Nicht so, wie es Macron will, der das verändern will. So. Aber da finde ich, hat Deutschland zum Beispiel die Aufgabe, da einen guten Ausgleich hinzubekommen und fände es auch richtig, wenn die deutsche Regierung da sagen würde, wir sehen auch das Bedürfnis für Polen, auch hochkommen zu können. So. Und das ist,
glaube ich, in der, zum Beispiel fehlt mir das in der wahrscheinlich hat es von Ihnen keiner in den Medien gelesen, dass es überhaupt gerade in Brüssel zur Debatte steht und dass das darüber verhandelt wird, dass es in Frankreich eine Debatte gibt. Und da, finde ich, haben Sie recht, wenn Sie sagen, das wird in Deutschland gar nicht wahrgenommen, dass es da Interessen gibt, die auch an uns herangetragen werden. Und da würde ich Ihnen recht geben, dass wir da eine Aufgabe haben, eine gute Balance hinzubekommen. Okay, super, auch ganz konkret, Daniel. Also, die Überlegung, wie geht es mit der europäischen Demokratie, wenn man verzweifelt, was ich verstehe, muss man sich nur zurückversetzen, wie es 1945 war. Und wenn wir den Weg gehen, gucken von 1945 bis heute, dann kann man optimistisch sein, dass in den nächsten 50 Jahren sowas sich entwickeln kann und verstärkt kann. Dieses ganze Gerede über Amerika, ich verdanke den Amerikanern meine Geburt. Schlicht und einfach. Meine Geburt. Denn wären die Alliierten, und da waren die Amerikaner ganz gut beteiligt, nicht gelandet, hätten meine Eltern kein Kind gezeugt. Vielleicht wären sie auch gar nicht, hätten sie gar nicht überlebt. Deswegen muss man diese Frage unabhängig von der politischen Regierung der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sind eine demokratische Gesellschaft mit vielen, vielen Missständen. Aber nichts scheinbar. Nein, nichts scheinbar. Die amerikanische Gesellschaft einerseits den Obama wählen und dann den Trump. That's life. That's life, that's Demokratie. Ich kann das, das können wir nicht anders. Aber wir müssen jetzt aufhören. Wenn es Probleme in Europa gibt mit uns, was wir nicht schaffen, ist es nicht wegen der Amerikaner, sondern wegen unserer Unfähigkeiten. Immer auf die Amerikaner zu zeigen, ist das Argument einer eigenen Blindheit. Das tut mir leid und ich kann es auch nicht mehr hören. Ja. Wir machen jetzt nicht sozusagen Diskussion, Daniel. Ja, alles gut. Ja, im Nahosten haben alle, im Nahosten haben die Amerikaner Scheiße gemacht, die Europäer. Okay, alles klar. Sie haben eine Frage gestellt, Sie haben eine Antwort bekommen. Im Nahosten nicht überall. Es wird keine Lösung geben. Gut. Es wird keine Lösung geben, wenn wir es nicht schaffen, Europäer, die arabischen Staaten, die Amerikaner und die Russen zusammen, hier zusammen den Israelis und Palästinensern zu zeigen, dass es so nicht weitergeht. Ja. Wenn wir das nicht gemeinsam machen, wird es niemand schaffen und es wird im Nahosten keine positive Entwicklung geben. Genau. Hören wir doch mit der eigenen Lüge. Und das auf. Ist genau das Schlusswort, dass wir uns selbst, wir sollen uns selbst finden und wir sollen unseren Weg gemeinsam machen. Vielen Dank an alle. Es gibt Evaluationsbögen, da könnt ihr reinschreiben, war zu lang oder zu schlecht. Die liegen alle auf den Stühlen und unten gibt es Getränke und Brezeln. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und